So, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen auch werte Sachverständige im Saal, aber auch diejenigen, die auf der Tribüne Platz genommen haben. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, zu unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Social Bots am heutigen Nachmittag. Vielleicht kurz zur Einführung. Unser Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, manchmal nicht so leicht auszusprechen, beinhaltet thematisch, wie gesagt, auch das Thema Technikfolgenabschätzung. Und dazu gehört, dass wir bestrebt sind, Entwicklungen vorauszusehen, Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten für das Parlament zu eröffnen, insoweit sie beispielsweise von technischem, aber auch darüber hinaus Interesse sind. Und als wir das Büro für Technikfolgenabschätzung etwa vor einem halb, dreiviertel Jahr damit beauftragt haben, mit dem Thema Social Bots sich auseinanderzusetzen, wussten wir zwar, dass das ein wichtiges Thema ist, dass das ein großes Thema ist, sonst hätten wir es ja nicht beauftragt. Aber ich gestehe, dass es eine solche Dynamik in den letzten Monaten dann auch noch mal bekommen hat und auch der Zulauf zu dieser Veranstaltung heute doch entsprechend ist. Das hätten wir damals nicht gedacht. Und wir haben uns natürlich Fragen gestellt, Sie ja auch, die stabilisieren Social Bots in Ausmaß und Wirkung in den Händen von bestimmten Gruppen, Demokratie, Gesellschaft, Wirtschaft, ist alles nur halb so schlimm? Welche technischen und rechtlichen Möglichkeiten gibt es bereits, um derartige Aktivitäten zu verhindern oder zu verfolgen? Muss der Gesetzgeber darüber hinaus aktiv werden? Wo kann er überhaupt gesetzlich aktiv werden? Das sind so einige Fragen, die wir heute mit Ihnen gemeinsam mit den Experten auf der Grundlage eines Thesenpapiers erörtern wollen. Die Ergebnisse sollen dann in einen Abschlussbericht zur Studie eingehen. Und deshalb betone ich ausdrücklich, wir sind hier nicht am Ende eines Projektes, sondern wir sind mittendrin und Sie sind Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Wir sind bestrebt, bei einigen Themen von hoher Relevanz bereits während der Phase der Erarbeitung des Berichtes Öffentlichkeit, Experten mit einzubeziehen und damit auch Öffentlichkeit zu erzeugen, um draußen auch unsere Arbeit an dieser Stelle bekannter zu machen. Also, wie gesagt, ich begrüße Sie recht herzlich. Als Ausschussvorsitzende sitze ich häufiger Experten und Sachverständigen gegenüber. Ich gestehe aber so vielen ganz, ganz selten, dass ich gerade links nach rechts gucken soll. Finde ich ganz toll, dass Sie alle gekommen sind. Nein, mit dem üblichen Verfahren, Herr Diaby, kommen wir hier nicht weiter. Deswegen belasse ich es jetzt auch bei der Begrüßung an sich. Geleitet wird der Nachmittag von Herrn Dr. Bovenschulte vom VDI-VDE, unserem Konsortialpartner beim TAP, und der Projektleiterin Frau Dr. Sonja Kind. Sie werden dann auch übernehmen. Sie wissen das auch viel besser als ich und haben maßgeblich natürlich den heutigen Nachmittag vorbereitet. Jetzt lassen Sie mich abschließend noch etwas in eigener Sache sagen. Es sind einige Abgeordnete hier im Raum. Es ist nicht despektierlich, dass die gleich jetzt aufstehen, ich im Übrigen auch, und Sie wieder verlassen, aber wir kommen wieder. Das hat etwas damit zu tun, dass zurzeit im Parlament natürlich Debatten stattfinden. Das ist nicht der einzige Grund. Sie kennen das Thema, ist ja nie einer da. Aber wir haben eine namentliche Abstimmung. Und das diszipliniert. Und deswegen müssen wir gleich noch mal rüber zur Abstimmung, kommen dann wieder zurück. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es haben sich auch mehr angemeldet, als zurzeit gerade da sind. Dazu gehört aber, dass zu diesem Tagesordnungspunkt im Moment, wo debattiert wird, Frank-Walter Steinmeier seine letzte Rede im Deutschen Bundestag hält. Und da gebührt alles Verständnis bei den Kolleginnen und Kollegen, die natürlich ihm zur Ehre dann auch drüben geblieben sind und dann hoffentlich uns nachher dann doch mit verstärken werden. Also, ich wünsche einen spannenden Nachmittag. Ja, Herr Bovenschulte, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige und natürlich auch sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, die Interesse an diesem Thema haben. Frau Lips hat schon einleitend gesagt, als dieses Thema in die Bearbeitung ging, wusste man, ja, es ist ein interessantes, ein wichtiges Thema.
Aber ich würde mal sagen, es stand damals in der öffentlichen Diskussion noch eher am Rande. Das hat sich im letzten halben, dreiviertel Jahr maßgeblich geändert. Wir waren selber überrascht von der Dynamik dieses Prozesses und wie es eben auch in den Medien dann diskutiert wurde. Das war für uns natürlich Anlass, unsere Arbeit nicht nur gewissermaßen in einer Denkstube weiterzuführen, sondern eben auch den Austausch noch mal zu suchen. Wir haben vorgearbeitet, dieses Thesenpapier, ein 16-Seiter, sehr komprimiert, geht auf die Literatur ein, hat auch schon verschiedene Interviews hier geführt mit Expertinnen und Experten im Haus, die hier anwesend sind. Und dieses Ergebnis wollen wir heute noch mal diskutieren. Es ist tatsächlich eher ein Fachgespräch, es ist keine Anhörung, es ist auch keine ganz öffentliche Debatte. Das führt dazu, dass wir das Ganze relativ diszipliniert durchführen werden in drei thematischen Blöcken. Im ersten geht es um den Einfluss von Social Bots. Im zweiten geht es darum, was vielleicht in Zukunft zu erwarten ist. Und im dritten natürlich, was kann man gegen dieses Phänomen tun? Jeder dieser Blöcke wird mit einem kurzen Statement von den Experten hier rechts von mir eingeleitet. Und dann bitte entsprechend von den Fachexperten und den Fachexpertinnen diskutiert. Wir werden natürlich auch noch mal Gelegenheit haben für Fragen aus dem Publikum. Das würden wir bitten, eher gegen Ende einzuspeisen, damit wir den strukturierten Prozess entsprechend durchführen können. Zu Beginn würden wir natürlich aber trotzdem gern noch mal das, was wir bisher erarbeitet haben, in einer kurzen Präsentation vorstellen. Das wird die Projektleiterin des Projekts machen, Frau Dr. Kind. Und ja, ich übergebe an Sie. Dann springe ich direkt rein. Wir möchten tatsächlich erst mal kurz unsere Methodik vorstellen, die im Wesentlichen auf zwei Säulen basiert. Wir haben Interviews geführt. Wir haben 24 Interviews mit Personen aus 6 Bereichen geführt. Die meisten sitzen heute hier und rechts neben mir. Und wir haben mit den führenden Wissenschaftlern in Deutschland und in der Schweiz Interviews geführt und mit Vertretern von Behörden, zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Wirtschaft, Presse- und Medienvertretern und den Social-Media-Vertretern der einzelnen Parteien. Sie sehen, soziale Netzwerke sind durchgestrichen. Wir haben versucht, mit Twitter und Facebook in Kontakt zu kommen und ein Interview zu führen. Das ist uns nicht gelungen, genauso wenig mit Amazon und Microsoft. Also das haben wir nicht geschafft. In der zweiten Säule haben wir eine Text- und Quellenanalyse gemacht. Wir haben uns die wissenschaftliche Literatur angeschaut. Und auch die graue Literatur, es ist sehr viel in der Presse veröffentlicht worden. Und wir haben eine quantitative Web of Science-Analyse gemacht. Das muss man sich so vorstellen wie eine Web-Oberfläche, mit der man wissenschaftliche Artikel suchen kann. Und da haben wir festgestellt, dass es doch noch relativ wenig geforscht wurde in dem Feld und sehr viel im Bereich der grauen Literatur zu finden ist. Und das soll auch mal die nächste Folie hier verdeutlichen. Hier sind einmal ein paar Schlagzeilen zusammengefügt. Im Wesentlichen geht es darum, dass Social Bots Wahlen beeinflussen können. Sie werden in den Medien als digitale Dreckschleudern benannt. Sie werden als Gefahr gesehen für die Demokratie. Und es gibt ein Beispiel, was relativ oft in den Medien genannt wird. Das ist das von Ashley Madison. Da geht es darum, das ist eine Online-Dating-Plattform. Und dort wurden Männer über Social Bots zu entgeltpflichtigen Dienstleistungen verführt. Das ist ein Beispiel, was relativ häufig kommt. Wir haben dann auf Basis unserer Erkenntnisse eine Abgrenzung vorgenommen, was Social Bots von anderen Internetphänomenen abgrenzt. Wir haben das so charakterisieren können, dass Social Bots 3 charakteristische Eigenschaften haben. Sie haben einmal die Eigenschaft, dass es sich um einen implementierten Algorithmus in einer Software handelt. Sie täuschen eine menschliche Identität vor. Und drittens, sie versuchen Einfluss zu nehmen. Und das grenzen wir insbesondere von den Assistenzbots ab, die einen positiven Nutzen stiften möchten. Darunter fallen auch Chatbots, wie zum Beispiel auch Bots wie Siri, Cortana oder Alexa. Und die haben eben eine andere Herangehensweise, nicht technisch, aber sie wollen keine Manipulation vornehmen. Dann haben wir auch noch mal Internetphänomen die Spam-E-Mails abgegrenzt. Bei den Spam-E-Mails ist es schon so, dass dort auch ein Mensch vorgegeben wird. Wir alle kennen diese E-Mails. Da wird ein reicher Erbe in den E-Mails beschrieben, der gerne sein Geld an den Mann bringen möchte, eine große Summe. Die versuchen auch Einfluss zu nehmen, um Menschen zu betrügen.
Bei den Trollen ist es so, dabei handelt es sich um echte Menschen und die wollen auch manipulieren. Und bei Cyberangriffen ist es so, dass diese nicht eine menschliche Identität vortäuschen, diese aber ganz klar auf Software oder Hardware gehen. Und ein Beispiel hierfür sind die DDoS-Attacken, die wir auch in den letzten Wochen einmal beobachten konnten. Wir haben in der Studie zunächst einmal im ersten Schritt versucht zu gucken, was wissen wir denn über Social Bots, wo gibt es Anwendungsbeispiele, wo kann die Wirksamkeit nachgewiesen werden und was sind die Zwecke, die heutigen Zwecke von Social Bots. Und wir haben in unseren Interviews und in der wissenschaftlichen Analyse herausgefunden, dass es doch eine relativ kleine Anzahl prominenter Beispiele gibt, in denen die Social Bots immer wieder genannt werden. Es sind ganz klar diese die Einsätze in den US-Präsidentschaftswahlkämpfen, sowohl bei Obama als auch im letzten, bei der Brexit-Kampagne und den Ukraine-Protestbewegungen. Es handelt sich um ein noch recht junges, dynamisches Forschungsfeld. Es sind wenige wissenschaftliche Veröffentlichungen, die seit 2011 veröffentlicht werden. Und es ist ein sehr kleiner Kreis von Forschern, sowohl national als auch international. Und in Deutschland haben wir immerhin zwei Forschungsprojekte und die Wissenschaftler haben wir neben uns hier sitzen, die das maßgeblich führen. Heute kann man sagen, ist der primäre Wirkungsraum Twitter, mit etwas Abstand schon Facebook. Da werden sicherlich auch die Experten gleich noch mehr zu sagen. Und was wir sagen können, wir haben bisher oder unsere Erkenntnisse beruhen bisher lediglich auf Annahmen. Gesicherte Nachweise wirklich zu den Effekten gibt es nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Ursache und Wirkung zwischen der Meinung, also Social Bots und der Meinungsbildung und auch der Einfluss auf wirtschaftliche Prozesse ist. Wie gesagt, haben wir uns auch die Zwecke angeguckt, die heutigen Zwecke von Social Bots. Social Bots haben als erstes in erster Linie die Zielstellung, oppositionelle Meinungen zu ersticken. Wie machen sie das? Sie fluten Hashtags mit ablenkenden oder polarisierenden Nachrichten. Sie verbreiten Propaganda. Und was auch sehr beliebt ist, sie erzeugen eine hohe Followerzahl und täuschen damit eine hohe Popularität vor. Und das konnten wir auch sehr gut in den Wahlkämpfen beobachten. Auch ein weiteres Phänomen ist, was Social Bots machen. Sie werden für Cybermobbing eingesetzt und beleidigen durchaus gezielt Personen und das dann eben in sehr großem Maßstab. Und in dem Beispiel, was ich eben schon genannt habe, verführen sie zum Kauf von entgeltpflichtigen Dienstleistungen. Das ist, was die Social Bots heute machen und was wir wissen. Wir haben dann danach gefragt, was sind denn zukünftige Einsatzmöglichkeiten und was sind die Gefahrenpotenziale, die in Zukunft von Social Bots ausgehen könnten. Das haben wir uns einmal angeschaut in Richtung politische Meinungsbildung, aber auch in Richtung wirtschaftliche Prozesse. Und hier muss man schon sagen, dass die Experten doch durchaus auch einer unterschiedlichen Meinung waren. Das reichte von eher weniger gefährlich und sagten Social Bots, das könnte man auch gleichsetzen mit Spam-E-Mails und man müsste sich da halt dran gewöhnen, dass das Internet damit verstopft wird, über gefährlich bis hin zu sehr gefährlich, das Internet, die Demokratie unterlaufend, die Meinungsbildung und Debattenführung wirklich gefährdend und zu einer Klimavergiftung führend. Wir haben 4 mögliche Einflusspotenziale zusammengefasst von den Experten. Da geht es einmal um die Verbreitung von Nachrichten, um Manipulation von Trends. Es ist heute so, dass immer mehr Daten auch für kommerzielle Zwecke auch ausgewertet werden. Und wenn dort die Datenlage falsch ist, kommt es halt eben auch zu Fehlinterpretationen. Der zweite und dritte Punkt hatte ich eben auch schon benannt, ist aber auch ein zukünftiges Risiko. Da geht es um die Manipulation und die Polarisierung politischer Debatten und Diskurse. Und es werden falsche Informationen und Gerüchte unter Umständen verbreitet. Das ist besonders dann gefährlich, wenn es wahlentscheidende Debatten gibt, insbesondere bei kleinen Mehrheiten. Oder aber nach Attentaten oder Anschlägen, wenn dort Desinformationen und auch Gerüchte verstreut werden. Und die vierte Gefahr wird im Bereich Cyberwarfare genannt. Das heißt, in einer dauerhaften Beeinflussung und eben nicht anlassbezogen, so wie wir es bisher kennen, sondern in einer kontinuierlichen Befeuerung und dort dann tatsächlich sogar künstlich Anlässe geschaffen werden könnten, um dort dann auch wieder Meinungen zu verbreiten. Wir haben
uns dann die wirtschaftlichen Prozesse angeguckt, weil es hier Gefahrenpotenziale könnten im Bereich der Wirtschaft liegen. Da gibt es zwei Bereiche. Einmal könnte eine Gefahr im Bereich des sogenannten Influencer-Marketings liegen. Dort geht es darum, dass Menschen beeinflusst werden für eine positive Kaufentscheidung. Das kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel im Rahmen eines Produktlaunches, zum Beispiel wird ein neues Auto auf den Markt gebracht, kommen ganz viele neue positive Nachrichten im Internet und die Menschen werden dann dazu bewogen, ein Auto zu kaufen, wissen aber gar nicht mehr Werbung von möglicherweise Meinungen von Menschen zu unterscheiden. Der zweite Bereich ist die Wirtschaftskriminalität, in der Social Bots eine Rolle spielen könnten. Und hier gibt es wiederum drei Einflussbereiche, die von den hier speziell vom Bundeskriminalamt genannt worden sind. Es ist zu erwarten oder könnte erwartet werden, dass Social Bots Einfluss auf Börsenkurse nehmen, indem sie zum Beispiel den Börsenkurs manipulieren, zum Beispiel nach unten manipulieren. Und dann würden solche Anlageinvestments, die auf dem Börsenkurs spekulieren, einen Vorteil davon haben und könnten Gewinne machen. Der zweite Einflussbereich besteht darin, dass Menschen dazu verführt oder angeleitet werden könnten, in sogenannte nicht existente Produkte zu investieren. Das wäre dann so etwas, dass zum Beispiel Nachrichten kursieren für ein ganz lukratives Geschäft im Bereich knapper Ressourcen. Und dann werden Menschen zu einem Investment verleitet in ein Produkt, was es aber gar nicht gibt. Und der dritte Bereich wäre, dass Falschnachrichten kursieren und damit letztlich die klassischen Vertriebs- und Beratungsmodelle, die es bisher gibt, unterlaufen. Abschließend möchte ich darauf eingehen, welche Handlungsfelder sich bisher abzeichnen und was sich bisher schon ableiten lässt. Das ist das erste Feld, Medienkompetenz stärken. Die Menschen, nicht nur Jugendliche und Kinder, sondern auch Erwachsene, sollten besser einschätzen können, mit welchen Quellen sie es zu tun haben und welche Validität diese haben. Da war die Frage, muss man jetzt für Social Bots spezielle edukative Angebote haben? Das wurde eher in Zweifel gezogen, weil es doch eher ein generelles Problem ist im Umgang mit Quellen im Internet. Der zweite große Handlungsbereich wird selber bei den Journalisten und den Medien gesehen, der Arbeitsethos der Journalisten. Da war die Frage, müssten die Journalisten doch selber auch eine bestimmte Validität ihrer eigenen Nachrichten sicherstellen, so wie sie das heute schon bei Bildern machen, damit es zu den entsprechenden, muss man gerade blättern, zu den entsprechenden, nicht zu einer Verbreitung von Fake News kommt. Und der dritte Bereich, der Handlungsbereich Social Bots sind legal. Sie verstoßen bisher nicht gegen geltendes Recht. Und da wäre halt die Frage, wie kann man denen anders Herr werden? Und da gab es schon auch Ideen, ob nicht die sozialen Netzwerke selbst auch stärker in die Pflicht genommen werden müssten und Verantwortung tragen müssten. Und auch waren Ideen, das auch schon bestätigt, wir haben das auch in den letzten Wochen auch schon gesehen, dass es Selbstverpflichtungen der Parteien gab. Also hier ist schon einiges passiert. Und wir haben auch in der Presse schon gesehen, speziell auch nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, dass dort die Medien selber schon sehr viel vorsichtiger mit Falschnachrichten umgehen und auch mit Social Bots. Wir haben gesehen, dass dort sehr stark darauf geachtet wurde von den Medienvertretern, dass keine Falschnachrichten verbreitet werden. Der vierte Bereich, Enttarnung und Bekämpfung, das ist technischer Natur. Da geht es darum, wie könnte man die Social Bots technisch bekämpfen. Und hier ist es so, das ist ähnlich so wie bei Viren, da hinkt ein bisschen die Entwicklung auch der Software beziehungsweise hier den Social Bots hinterher. Da handelt es sich eher um ein Hase-und-Igel-Spiel, da ist man immer ein bisschen zu spät eigentlich. Da gab es alternative Ideen, die in diese Richtung gingen, dass Algorithmen vielleicht einen Herkunftsnachweis bekommen könnten und dort deshalb dann auch Algorithmen im Internet verfolgbar und rückverfolgbar sein könnten und damit letztlich auch die Urheber zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Und abschließend ja, so Social Bots, die unbekannten Wesen. Wir haben schon festgestellt, das Forschungsfeld ist noch sehr jung. Es beruht noch sehr viel auf Annahmen. Und hier war doch schon auch noch die Idee, gab es viele Ideen, doch noch weitere Forschung auch zu machen, bis hin sogar zu investigativen Forschungsansätzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einführung. Applaus nehmen wir immer gern.
Nach diesem Parforce-Ritt durch die drei Themenblöcke würden wir jetzt, wie es in der Tagesordnung auch beschrieben ist, uns die einzelnen Überschriften mal vornehmen. Es geht zu Beginn darum, was wissen wir eigentlich über die Wirksamkeit und den Einfluss von Social Bots. Ich würde jetzt auch unseren ersten Experten bitten, noch mal ein kleines Statement aus seiner Sicht zur Einführung zu geben. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Simon Hegelich. Er ist an der Hochschule für Politik an der TU München tätig. Er führt auch eins der raren Forschungsprojekte in Deutschland durch. Er beforscht im Rahmen eines BMBF-geförderten Projekts Social Media Forensics. Und wir sind gespannt, was es damit auf sich hat und was Sie zur Wirksamkeit und Einfluss von Social Bots sagen können. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fange vielleicht mal damit an, so ein bisschen auf diese Aufmerksamkeitszyklen einzugehen. Also es ist ja eigentlich so gewesen, dass vor, sage ich mal, einem Jahr oder anderthalb Jahren das Thema eigentlich in der Öffentlichkeit nicht wirklich präsent war. Und zu diesem Zeitpunkt war es, glaube ich, dann auch sehr wichtig, erstmal generell darauf hinzuweisen, dass es dieses Thema gibt. Und dann von diesem Zeitpunkt an gibt es aber so eine gewisse Pendelbewegung zwischen Panikmache und Abwiegelei dann auch wieder in der Öffentlichkeit. Dass es also eigentlich immer so ein bisschen zu weit geht, dass dann gesagt wird, Social Bots, das gefährdet jetzt die Demokratie und untergräbt völlig unsere Gesellschaftsordnung. Und heute sind wir wieder an einem Punkt, wenn wir uns die Mediendarstellung auch in Bezug auf diese Sitzung hier anschauen, dass dann Zitate aus dieser Studie jetzt rausgegriffen werden und es dann heißt, es gibt überhaupt keine empirische Grundlage, dass diese Bots irgendeinen Effekt hätten. Und die Wahrheit liegt halt so ein bisschen dazwischen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum einen festhalten müssen, es gibt eine umfassende empirische Grundlage, dass Social Bots überall inzwischen auftauchen. Das heißt also, jeder politische Diskurs in den sozialen Netzwerken ist durch Social Bots beeinflusst, in dem Sinne, dass einfach Bots da sind, sich daran beteiligen, zu jedem relevanten Hashtag Sachen posten und auch im Prinzip alle sozialen Netzwerke betreffend agieren. Es ist nicht so, dass wir diese Bots nur auf Twitter hätten, sondern es gibt Bots in allen Netzwerken. Es gibt sie auf Facebook, es gibt sie massenhaft auf Instagram zum Beispiel. Da gibt es Unterschiede, die einerseits daher rühren, wie einfach es die Plattformbetreiber eigentlich machen, dass man mit diesen Programmen da agieren kann. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Dann ist aber auch die Frage der Reichweite, wen man mit den Bots erreichen will, natürlich was anderes. Also Facebook ist ja erstmal eine strukturierte Öffentlichkeit, die da entsteht, wo ich als Bot mich sozusagen erstmal mit ganz vielen Leuten anfreunden müsste, damit ich dann mit denen überhaupt in Kontakt treten kann. Das ist für manche Anwendungen etwas unattraktiver dann als bei Twitter, wo jede Meldung sofort gleich öffentlich ist. Umgekehrt gibt es aber eben auch bei Facebook diverse Anwendungen, die man mit Bots sehr gut machen kann. Zum Beispiel halt das systematische Liken von Beiträgen, was dazu führt, dass eben auch da Statistiken extrem verzerrt sind. Also die empirische Grundlage, dass Bots ein Phänomen sind, das gibt es auf jeden Fall. Die große Frage ist jetzt aber nach wie vor, welchen Effekt haben diese Bots dann gerade, ich bin Politikwissenschaftler, mich interessiert, beeinflusst das wirklich die politische Willensbildung? Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und da sind auch die Studien, glaube ich, noch nicht so gut, wie sie sein könnten. Generell ist es natürlich eh immer extrem schwierig nachzuweisen, ob jetzt jemand durch eine Nachricht, egal ob durch einen Bot oder durch ein Flugblatt oder was auch immer, seine politische Meinung verändert hat. Weil man weiß immer nicht, was wäre gewesen, wenn es diese Intervention nicht gegeben hätte an der Stelle. Es ist also sowieso ein großes Problem, solche Sachen empirisch handfest zu machen. Dann kommt aber auch noch dazu, dass es sich manche Studien auch durchaus zu leicht machen in meinen Augen, weil zum Beispiel der Hashtag Brexit viel, viel häufiger von Bots verwendet wird als der etwas sperrige Hashtag StrongerIn, muss das noch nicht heißen, dass das dann auch einen Effekt darauf hat, dass dann mehr Leute für Brexit sind. Und wenn man sich an diesem konkreten Beispiel dann
die Bot-Nachrichten auch dazu anschaut, dann wird man feststellen, dass in vielen Teilen diese Meldungen eigentlich gar keine politischen Meldungen sind, sondern dass das eigentlich Spam-Bots sind, die einfach nur Links auf Videoplattformen versenden und das mit trendigen Hashtags versehen. Das ist ein Phänomen, was wir sehr, sehr häufig feststellen, wo man da halt sagen muss, das kann ich mir jetzt nicht erklären als Politikwissenschaftler, dass jemand, weil er einen Link auf eine nicht politische Videoplattform zugesandt kriegt, plötzlich für den Brexit ist. Also da sind die Effekte dann auf jeden Fall wesentlich indirekter, wo man aber davon ausgehen muss, indirekt heißt ja nicht, dass es die Effekte dann auch wieder nicht gibt. Es ist halt nur schwer, sie nachzuweisen. Also was man halt schon immer wieder sieht, ist eben gerade, dass auf Basis von manipulierten Trends und Statistiken dann falsche Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel kursiert im Moment ja die Geschichte von BuzzFeed, dass über die Bundeskanzlerin mehr Fake News geteilt wurden als echte. Das ist so sozusagen halt auch richtig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass eben diese Statistik auch schon wieder durch Bots manipuliert ist und sehr viele Bots eben Fake News dann teilen und das nicht unbedingt heißen muss, dass wirklich mehr Leute Fake News über Angela, die Bundeskanzlerin gelesen haben, als echte Meldungen. Also das sind immer solche Punkte, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aus der reinen Quantität darf man erstmal nicht auf eine Qualität der Manipulation schließen. Dann kommt aber ein weiterer Punkt dazu, dass diese ganzen sozialen Plattformen halt über Quantität funktionieren. Die haben ja alle zugrunde liegende Algorithmen, die dann Quantität auch wieder bevorzugen in unterschiedlicher Art und Weise. Also bei Facebook geht es dann zum Beispiel um die Frage, was kriegen die Leute in ihren, auf ihrer Seite angezeigt, wenn sie bei Facebook sind. Und da ist dann natürlich schon wieder auch das Problem, dass diese quantitative Verlängerung dann auch zu einer Verzerrung des öffentlichen Meinungsbilds führt. Und was das dann wieder für Folgen hat, ist wiederum schwer nachzuweisen, aber dass diese algorithmische Verzerrung da ist, da können wir auch wieder sehr sicher von ausgehen. Ja, und dann vielleicht noch zum Abschluss, welches Ausmaß nimmt es an? Das wird auch häufig gefragt. Da muss man dann eigentlich sagen, weil die Erkennung der Bots so schlecht ist bislang, dass wir das nicht richtig wissen. Also gerade letzte Woche ist ein Paper veröffentlicht worden, was sehr interessant ist, wo amerikanische Wissenschaftler auf Twitter das meiner Meinung nach bislang größte bekannte Botnetz gefunden haben. Da geht es um 350.000 Fake-Accounts, die bislang aber noch gar nichts gemacht haben, außer Star-Wars-Zitate zu posten. Und keiner weiß, was damit passiert. Wenn wir uns aber vorstellen, dass in einer Krisensituation plötzlich Amoklauf in München oder was auch immer, 350.000 Twitter-Accounts auf Knopfdruck anfangen, bestimmte Nachrichten zu senden, dann ist das, glaube ich, was, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hegelich. Wir würden jetzt gleich in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Ich habe immer mal so ein bisschen in den Kreis auch geschaut. Herr Fuchs, Sie haben bei vielen, was Herr Hegelich gesagt hat, genickt. Sie vertreten ja eine Einheit, eine Organisation, Hamburger Wahlbeobachter Politikkommunikation.de. Da stelle ich mir unter dem Titel so vor, Sie beschäftigen sich tatsächlich damit, wie Politik sozusagen im Alltag auch funktioniert. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Phänomen Social Bots gemacht? Erstmal schönen guten Tag. Kurz zur Erklärung. Politikkommunikation ist das Fachmagazin, für das ich Kolumnen schreibe. Und Hamburger Wahlbeobachter ist ein kleines Blog, was ich privat betreibe. Meine Profession ist allerdings Politikberater und deshalb bin ich wahrscheinlich dann auch hier. In der Tat habe ich bei sehr vielen Sachen von Professor Hegelich genickt und ihm zustimmt. In meinen Gedanken zugesprochen. Denn zum einen sehe ich auch, dass ein Hype gerade in dieser Diskussion ist, der, glaube ich, der Diskussion nicht zuträglich ist. Das heißt, dass die beiden extremen Enden der Diskussion bestimmen meines Erachtens gerade Diskussion. Und deshalb finde ich gut, dass wir so viele Sachverständige mit wissenschaftlichem Background auch hier heute haben, die das vielleicht dann wieder ein bisschen zurechtrücken, in die Mitte rücken. Das Zweite, was ich sehr richtig und spannend finde, und da ist die Forschung leider auch noch natürlich nicht so weit, Social Bots sind kein Twitter-Phänomen. Das wird immer sehr, sehr gerne auf Twitter natürlich, weil es sehr gut erforschbar ist und sehr gut nachweisbar ist und man durch die technische Gestaltung der API, also der Schnittstelle, gut auch an Daten rankommt. Natürlich dann immer sehr, sehr einfach dort reinzuschauen in Twitter. Aber viel, viel spannender fände ich auch einfach mal geschlossene Netzwerke, wie zum Beispiel auch dann Snapchat oder Instagram oder sich das anzuschauen. Denn da ist vielleicht schon viel mehr los, als wir uns das vorstellen können, ohne jetzt wieder Angst zu machen. Nur einfach, weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass da nicht
ähnliche Sachen stattfinden. Und dann teile ich auch die Meinung von Professor Hegelich, dass es natürlich extrem schwer ist, immer Sachen rauszufinden, weil es halt bedeutet immer, sich natürlich ganz konkret Sachen anzuschauen, wenn gerade wieder irgendwie Bots unterwegs sind, sich dann genau bestimmte Datenmengen zu erfassen und die dann zu untersuchen. Und das geht natürlich immer nur retrograd und nicht proaktiv. Und das ist natürlich so eine Problematik, dass wir immer der Sache hinterherhecheln und gerade die Entwicklung auch bei der Bot-Entwicklung natürlich immer weiter ist als das, was wir dann nachschauen können und gucken können, wie weit sich dann durch künstliche Intelligenz, Deep Learning-Geschichten und so Bots auch weiterentwickelt haben. Und da ist das Grundproblem von Politik und von Wissenschaft natürlich, dass wir immer nur quasi im Nachgang schauen können, was da passiert und dann auch dort erst ansetzen können und schauen können, wie wir das vielleicht regulieren oder anders damit umgehen. So. Alles klar. Herr Professor Pfeffer, Sie haben sich sofort gemeldet. Vielleicht sagen Sie auch einmal noch kurz, welche Institutionen Sie vertreten, damit ich das nicht wieder so verbiege wie bei dem Herrn Fuchs. Ich muss hier auf den Knopf drücken, richtig? Sehr gut. Tatsächlich sitze ich ja 3,5 Büros entfernt von Herrn Professor Hegelich in München, an der TU München in der Hochschule für Politik. Und ich habe 2,5 Kommentare. Der erste ist ein kurzer, nämlich zu den Studienautoren. Forschung zu diesem Bereich findet nicht in Publikationen statt, die auf Web of Science abgebildet sind. Das heißt, der Großteil der Forschung in diesem Bereich ist im Kontext von Computer Science, in Computer Science-Bereichen, die auf Konferenzen, in Proceedings abgedeckt werden, die hunderte, tausende Male zitiert werden, aber die nicht Eingang in Web of Science finden. Das müsste man vielleicht nochmal beachten. Also meine Top-Artikeln, die ich in meinem Leben geschrieben habe, finden Sie alle nicht auf Web of Science. Insofern da als vorsichtiger Hinweis. Dann 2 Kommentare. Erstens würde ich dafür plädieren, das ganze Thema ein bisschen zu verobjektivieren und die Subjekte da ein bisschen umzudrehen. Nämlich insofern, ich wurde kurz vor der Sitzung von einem Journalisten gefragt, wie kann man sich so einen Bot eigentlich vorstellen? Und ich finde, dass das sehr repräsentativ ist dafür, was ankommt bei den Menschen da draußen, wenn Expertinnen und Journalisten über Social Bots sprechen. Die glauben tatsächlich, das sind Roboter. Das heißt, es ist natürlich klar, dass es sich besser anhört, wenn man darüber spricht, dass Bots Börsenkurse manipulieren. Die tun das nicht. Menschen manipulieren Börsenkurse, indem sie Werkzeuge einsetzen. Und einige dieser Werkzeuge sind automatisierte Programme, die wir Bots nennen. Das heißt, ich würde hier vor allem also auch an die Galerie oben plädieren, hier vielleicht auch ein bisschen den Mythos rauszunehmen. Also hier ist keine dunkle Roboterarmee am Werk, sondern hier sind ganz kleine, meistens kleine Tools, kleine Programme am Werk, die von Menschen sehr bewusst eingesetzt werden. Das heißt, der Bot ist einmal kein Wesen, es ist nicht das unbekannte Wesen, sondern es ist ein Werkzeug, das von Menschen eingesetzt wird und wir wissen nicht ganz genau, wer das ist, der das einsetzt und in welchem Kontext das eingesetzt wird. Das ist das Problem. Das heißt, technisch ist das nicht so schwierig als eigentlich wie das Soziale, nämlich warum machen das die Menschen, wer macht das und wie kann man das vielleicht auch besser beschreiben. Das mal zur Nomenklatura. Und der andere Punkt, da möchte ich Herrn Professor Hegelich zustimmen, nämlich bei der großen Frage der Effekte, also was bringt das jetzt und was sind jetzt die Auslöser, werden damit Wahlen manipuliert? Also es gab da die Schlagzeile vor ein paar Monaten, ganze Demokratien werden gehackt. Also ich mag jetzt nicht in dieser lauchten Runde irgendwie böse Worte benutzen, aber ich finde das auch hier problematisch im Umgang, weil der erste Effekt, glaube ich, der in dieser Diskussion stattfindet und das, was hier manipuliert wird, sind in erster Linie Medien. Das heißt, der Effekt der Manipulation, den man am einfachsten messen kann, ist, dass es vor jeder Bundestagswahl, vor jeder Landtagswahl in jeder Zeitung ein Ranking geben wird, in dem steht, dieser Politiker hat so und so viele Follower und dieser hat so und so viele Follower. Trump hat 20 Millionen Follower. Am Höhepunkt des Wahlkampfes hat er 14 und Hillary Clinton nur 12 Millionen. Da muss ich sagen, who cares? Wir wissen weder, wer das ist, noch was das ist. Noch dazu sind 20 wirklich wenig, wenn ich vergleiche, dass B und C ungefähr 5-mal so viel hat. Das heißt, diese Zahlen sind extrem nicht begreifbar. Wir verwenden sie aber deswegen gerne, weil es halt Zahlen sind, die uns die komplexe Materie vereinfachen. Und gleichzeitig kreiert aber das Wiedergeben dieser Zahlen dann tatsächlich eine Wahrheit.
Anscheinend hat das, also ich habe es nicht persönlich kontrolliert, aber nur als Beispiel zum Abschluss. Ich wurde letzte Woche von einem Journalisten gefragt, was ich davon halte. Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass die AfD auf Facebook und Twitter mehr Follower hat als die traditionellen Parteien. Nein! Also das, man kann nicht sozusagen man kann das nicht auch noch veramtlichen, dass hier Dinge, die relativ sind, die man nicht beurteilen kann, die man eigentlich auch nicht wirklich begreifen kann, einfach abschreibt, drüber redet und dadurch eigentlich erst die Wahrheit kreiert, die dann manipuliert. Ich wage zu behaupten, wenn weltweit die Medien aufhören würden, über Trumps dumme Tweets zu twittern, dann würde er auch nicht mehr twittern. Trump twittert vor der Hand für die Menschen, aber in Wirklichkeit erreicht er damit nicht viele seiner tatsächlichen Wähler, sondern er erreicht sie damit, dass jedes einzelne Medium weltweit seinen Tweet 1:1 in den Artikel reinkopiert. Und dieser Mechanismen muss man sich, glaube ich, ein bisschen besser bewusst werden, bevor man immer nur davon redet, dass hier die sozialen Medien das Böse sind und die Bots uns oder die Wähler verfolgen. Das ist einmal das eher kritischere vielleicht Eingangsstatement. Danke. Vielen Dank. Herr Sander, aus Sicht von digitaler Gesellschaft, ist es tatsächlich so, dass die eigentliche Gefahr natürlich immer von Menschen ausgeht? Irgendwer programmiert die Bots ja auch mit einer bestimmten Absicht, aber dann eben auch, was Herr Professor Pfeffer eben sehr schön beschrieben hat, eigentlich erst über diesen Umweg der etablierten Medien sozusagen ein Ritterschlag kriegt und damit sozusagen in den Rang einer Wahrheit erhoben wird. Oder passiert sowas auch, sagen wir mal, rein netzbasiert in digitalen Medien? Vielleicht haben wir es ja auch einfach noch nicht so richtig verstanden, wie da die Wirkmechanismen sind. Das ist sicherlich, was Herr Pfeffer geschrieben hat, ein ganz wichtiges Element. Aber gibt es daneben nicht noch Mechanismen, wie sozusagen nicht dass die Wahrheit, aber das Neue in die Welt kommt? Ja, also ich kann mich da größtenteils eigentlich anschließen. Vielleicht als anderes Beispiel, das ist dann eben auch sowas wie bei der US-Wahl, wo dann eben gesagt wird, Trump hat so und so viele Tweets bekommen und Hillary hat so und so viele Tweets bekommen. Und das sind dann halt aber eben Artikel, die ausschließlich darüber berichten. Ja, und das ist halt einfach Tweetzählerei, die da stattfindet und darüber wird dann ein Artikel geschrieben. Und ich denke, wir hatten es ja dann oben auf der Folie auch gesehen, eben was es da für Möglichkeiten gibt. Und da sind natürlich auch Journalisten gefragt, dann halt eben sowas mal zu überdenken, ob solche Artikel halt wirklich hilfreich sind in der Debatte und zu was sowas führt. Und also in der Wirksamkeit selbst in sozialen Netzwerken, auch das würde ich halt ein Stück weit anzweifeln, weil also die Frage ist ja, wie viele Leute lesen dann halt sowas, was so ein Bot halt irgendwie absondert. Und also wenn man jetzt zum Beispiel auf Twitter einfach nur einem Hashtag folgt und dann halt eben merkt, dass dann eben 350.000 Bots irgendwie losschießen, dann wird dem halt relativ schnell dazu führen, dass die Leute diesem Hashtag einfach nicht mehr folgen, weil sie halt merken, dass die Debatte da halt eben sinnbefreit ist und sie halt eben tatsächlich auch diese Debatte nicht mehr folgen können. Und das passiert ja dann auch relativ häufig, dass dann eben, ja wie gesagt, diese Debatten nicht mehr so über diese Hashtags geführt werden, sondern eben über Twitter-Accounts, denen man tatsächlich folgt, also wo man weiß, diese Person zum Beispiel oder dieses Medium berichtet jetzt halt eben in irgendeiner Art und Weise etwas Interessantes für mich und ich folge eben nicht mehr dem Hashtag, sondern tatsächlich eben sinnvollen Accounts. Und das ist, glaube ich, was mir ein Stück weit auch in dieser Studie fehlt, ist eben mal zu überprüfen, wie viele Leute folgen denn zum Beispiel diesen Bots dann wiederum und wie viele Leute retweeten denn das, was solche Bots dann wiederum raushauen. Also bloß weil ich einen Account habe, der jede Minute irgendwas zum Brexit raushaut, heißt das ja noch lange nicht, dass das irgendjemand überhaupt wahrnimmt, und damit auch in irgendeiner Art und Weise irgendwas anfängt, das fehlt mir hier so ein Stück weit und das wage ich auf jeden Fall zu bezweifeln, weil zumindest in vielen Debatten sieht man, dass dann so Communities dann halt einfach bestimmten Hashtags auch einfach nicht mehr folgen, wenn sie halt eben von Bots zugespammt werden. Ganz herzlichen Dank. Ich würde die Frage gerne mal aufgreifen. Gibt es denn darüber Studien, die mal untersuchen, wie viele Leute dann sozusagen Bots folgen? Herr Neumann, Sie hatten sich kurz gemeldet. Ich weiß nicht, ob zu diesem Punkt. Herr Strohmeier. Vielleicht kurz auch immer noch die Institution sagen, bitte. Marco Strohmeier, Universität Koblenz-Landau und GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Ich bin ein Informatiker, der sich dafür interessiert, sozusagen Fragen der digitalen Gesellschaft zu behandeln. Als ich so vor mittlerweile 6 Jahren für einen Gastaufenthalt in San Francisco war, bin ich mit einem jungen Studenten in Kontakt gekommen, der mir ganz begeistert erzählt hat,
dass er gerade ein Social-Bot-Experiment durchführt, bei dem ca. 500 Ziele ausgewählt wurden auf sozialen Medien. Das waren Benutzer, Menschen, die dann im Rahmen einer Social-Bot-Challenge von mehreren Bots attackiert wurden. Das Experiment war insofern bemerkenswert, als dass die Ziele nichts davon wussten, dass sie Teil dieses Experiments sind. Und dass im Rahmen dieser Challenge weltweit verteilt mehrere Teams an Bots gearbeitet haben, die im Wesentlichen um Punkte gekämpft haben. Einen dieser Punkte gab es, wenn ein Bot einen Menschen davon überzeugen konnte, ihm zu folgen. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf die Frage, kann das überhaupt gelingen? Ich würde ganz diese Einschätzung teilen von Herrn Pfeffer, dass Zahlen, Followers relativ leicht vorzutäuschen sind. Aber ich glaube, die zentrale Frage ist wirklich, ob es Bots gelingen kann, sich sozusagen in die Informationstopologie einer Gesellschaft einzuweben, sozusagen ins Herz eines sozialen Netzwerks vorzudringen. Und in diesem sehr einfachen Experiment, das mit sehr kruden Mitteln, das waren im Wesentlichen Studenten und junge Programmierer, die sich dafür interessiert haben, hier die Möglichkeiten dieser Technologie auszuloten, ist es bereits gelungen, einen guten Teil von Personen dazu zu bekommen, Social Bots zu folgen. Jetzt kann man sich fragen, welche Art von Menschen sind da besonders empfänglich für derartige Attacken? Und es stellt sich heraus, dass es natürlich die sozialen Medienbenutzer sind. Das sind nicht die Superstars, die Millionen von Followern haben. Es sind die sozialen Medienbenutzer, die sich so einfinden im sozialen Netzwerk, die gerade vielleicht selbst gelandet sind auf dieser Plattform, die sich selbst irgendwie einweben wollen, die selbst auch Follower vielleicht gewinnen wollen. Also ich glaube, wenn man ein bisschen tiefer geht, dann, und das ist jetzt ein Proof by Example, würde ich sagen, man kann zeigen, dass es möglich ist, grundsätzlich. Das heißt, die Social Bots können zumindest Sichtbarkeit erlangen. Die zweite Frage dann ist, können sie Wirksamkeit erlangen? Können sie tatsächlich Meinungen verändern? Ich glaube, was Social Bots sehr, sehr gut tun können, ist, was manchmal als Social Proof bezeichnet wird. Sie können die soziale Validierung von Ideen vortäuschen. Durch den Umstand, dass viele Benutzer auf virtuelle, künstliche oder menschliche Benutzer auf sozialen Medien über ein bestimmtes Thema reden, kann in einem einzelnen Benutzer zu einer gewissen Form von Bestätigung führen. Und zwar für noch so abstruse Ideen. Nicht? Jeder ist eingeladen, selbst den Test zu machen, nach einer beliebigen Verschwörungstheorie zu suchen auf dem World Wide Web, und er wird sozusagen Bestätigung finden. Selbiges können soziale Bots in sozialen Medien auf viel, viel effektivere und vielleicht auch viel, viel subtilere Art und Weise erledigen. Wenn das jetzt der Fall ist, wenn das tatsächlich es gelingt, diese Validierung von Ideen vorzutäuschen, dann kann es dazu führen, dass sich Gesellschaften polarisieren. Denn wenn jede noch so extreme Idee scheinbar auf großen Zuspruch stößt, dann kann es zu einer Verfestigung von Meinungen führen. Unzweifelhaft können wir die Polarisierung, glaube ich, der Gesellschaft heute beobachten. Zu welchem Ausmaß da jetzt tatsächlich Bots eine Rolle spielen, ist, würde ich sagen, Gegenstand von aktuellen Arbeiten. Aber ich glaube, wenn man da sozusagen ein bisschen den Deckel dieser Blackbox Social Bots aufmacht, dann würde ich dafür plädieren, jetzt von einem einfachen Bild von Social Bots, die Follower hervorrufen, hin zu einem komplexeren Bild von Social Bots plädieren, die nach sehr komplexen Mustern operieren, die auf sehr hoher technischer Ebene umgesetzt werden können, die zum Teil mit menschlicher Intelligenz gepaart werden, die nicht rein automatisch agieren, sondern durch auch Menschen gesteuert werden. Und wenn man sich hier den Rahmen der Möglichkeiten vorstellt, dann würde ich schon zu einer großen Vorsicht plädieren und jetzt nicht
zu verharmlosen vielleicht und zu sagen, na klar, die können ein großes Publikum vortäuschen, aber darüber hinaus ist nicht viel möglich. Das wäre, glaube ich, zu vereinfachend. Ganz herzlichen Dank, Herr Strohmeier. Ich würde auch extra noch mal bitten, dass die Damen und Herren Abgeordneten vielleicht sich auch überlegen, wenn die Diskussion schon ihr Interesse sozusagen nach einer konkreten Frage geweckt hat, diese auch gern jetzt im laufenden Prozess zu den einzelnen Punkten zu stellen. Ich würde sonst auch weiter fortfahren. Direkt neben Herrn Strohmeier, Herr Stöcker, Herr Professor Stöcker. Ja. Oh, es blinkt. Ah, so, es kann nur immer nur eins an sein. Ja, also Christian Steiger, ich bin mittlerweile an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften, war aber bis August in der Netzwelt von Spiegel Online tätig, also kenne das Thema als Journalist und jetzt auch als Wissenschaftler. Ich würde gerne vielleicht meine, um das zu illustrieren, ich glaube, Herr Strohmeier hat mit viel, sehr viel Richtiges gesagt, was er gerade gesagt hat, mit einer ganz kleinen Anekdote erzählen, ja, um mal vielleicht ein bisschen verständlich zu machen, wie das funktioniert. Und ich glaube auch, Sie haben völlig recht, Herr Pfeffer, dass es Followerzahlen sind keine relevanten Größen, aber ich glaube nicht, dass es völlig irrelevant ist, also zumindest was den amerikanischen Politikmarkt angeht, was auf Twitter passiert. In Deutschland ist das anders. Und das illustriert vielleicht diese Szene. Ich habe neulich, also das Erlebnis ist folgendes, ich habe auf einen Tweet von Donald Trump reagiert mit einem Witz, der natürlich nicht für Donald Trump gedacht war, sondern für Menschen, die ich persönlich kenne bei Twitter. Und dann wurde ich angesprochen von einem Account, der angeblich eine amerikanische Frau, so dem Foto nach, so Mitte 40 ist, mit so 2.000, 3.000 Followern, die mich dann zurechtwies und gesagt hat, der Pass beweist, dass XY niemals in Prag war oder was auch immer. Es ging um dieses vermeintliche Dossier über seine Untaten in Russland. Und dann habe ich mir diesen Account ein bisschen näher angeschaut und festgestellt, dass dieser Account seit 19 Stunden am Stück 150 Tweets zu diesem Thema verschickt hat und nicht nur mich angesprochen hatte, sondern eben auch andere Accounts, die das blaue Häkchen haben, die also lohnende, interessante Ziele sind, weil sie verifizierte Twitter-Accounts betreiben, und habe dann angefangen, so ein kleines Interview mit diesem Account zu führen, um mal rauszukriegen, was kommt denn da zurück. Habe natürlich auch so Fragen wie, wer sind Sie und wo kommen Sie her und warum sprechen Sie um 2 Uhr Ortszeit Ihrer Zeit Europäer an, keine befriedigenden Antworten bekommen. Und dann wurde dann am Ende als Stalker beschimpft und entfolgt demonstrativ, also auch mit nochmal in die eigene Peer Group hineingerufen. Ich habe jetzt hier, bin Christian Stöcker blockiert, was dann auch wieder drum zu Sympathiebekundungen von mutmaßlich realen Menschen führte, so Stalker Alert und so weiter. Und dann haben wir uns mal mit den Mitteln des International Media Center an der HAW ein bisschen angefangen, wir sind damit noch nicht fertig, anzugucken, wer sind denn eigentlich die Accounts, die sich um diesen Account herum gruppieren. Und da sind eben welche dabei, die folgen selbst 90 oder 100.000 anderen Twitter-Accounts. Jeder, der diese Plattform nutzt, weiß, das ist nicht mehr sinnvoll handhabbar und das sind vermutlich keine Menschen. Und diese Accounts wiederum retweeten auch das, was dieser eine Account, der eben offensichtlich bemannt ist, produziert. Also das ist, glaube ich, das Ökosystem, das da wirklich am Start ist. Da haben wir also die Sockenpuppen, die sehr aktiv sind und vermutlich von mehreren Menschen gleichzeitig betrieben werden, weil niemand hält 19 Stunden Dauertwittern wirklich durch. Also wenn, dann tut er mir echt leid. Und gleichzeitig gibt es aber sozusagen ein Echofeld, das eben aus Bots besteht, das dann diesen Accounts zugenommen eine zusätzliche Relevanz verleiht. Und zumindest bei einzelnen Beobachtern erzeugt das wiederum den Eindruck, da findet reales Geschehen statt. Also das ist ein sehr kompliziertes Wechselspiel, mit dem aber schon für ein kleines Publikum so eine Realitätskonstruktion erzeugt wird. Und das ist, glaube ich, gerade bei Leuten, die eben vielleicht gerade ihren Weg erst finden auf so einer Plattform, durchaus eine Möglichkeit, Beeinflussung zu erreichen. Und ich glaube, also das Problem ist etwas komplexer als nur, da schicken Leute automatisierte Nachrichten los. Und das ist auch der Vorgang, das Gesamtszenario ist möglicherweise leichter zu fassen, wenn man mehr guckt aus der Richtung von, wer handelt da eigentlich und mit welcher Motivation und welche Mittel benutzt er noch außer diesem einen? Ganz herzlichen Dank. Aber der gute Hinweis hier war sozusagen dieses Zwischenspiel. Also ich glaube, dass quasi der Bot ist eben ein Teil, der Volumen erzeugt. Aber er ist
in der Regel, also ich würde sagen, im meisten der Fälle nicht der primär aktive Teil. Also ich glaube, dieses Zwischenspiel aus, wie Sie so schön sagen, Sockenpuppen oder die Trolls, ne, dass jemand wirklich, es ist ja die Grenze auch sehr verschwimmend. Also da gibt es ja auch dieses berühmte Beispiel von Herrn Hegelich, der dann in der Rahmen einer Fernsehreportage einen Bot identifiziert hat und der Redakteur hat ihn dann ausfindig gemacht und es war tatsächlich eine Person. Das heißt, wir haben ja da an der Grenze wirklich, ich meine, Sie können auf Twitter 2400 Nachrichten pro Tag verschicken, das ist schon viel. Und das heißt, kann man schon einiges loswerden. Und ich glaube auch in dieser Interaktion zwischen automatisierten Bots, die aber dann die realen Menschen brauchen, um auch zu wissen, dass es jetzt auf dieses Thema losgeht. Frau Weber, Sie hatten auch unmittelbar reagiert. Genau, vielen Dank. Marie-Theresa Weber vom Digitalverband Bitkom und dort für den Bereich Medienpolitik zuständig. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung auch hier. Obwohl wir feststellen, dass es einen gewissen Hype für dieses Thema gibt, freuen wir uns, dass darüber auch viel diskutiert wird und so eben auch zur Versachlichung vielleicht dieser Debatte auch beigetragen wird. Deswegen ist uns erstmal das Allerwichtigste, wirklich nochmal eine Definition vorzunehmen, wann redet man über was. Das haben Sie ja in Ihrem Eingangsstatement auch gemacht mit diesen Thesen, dass man hier also wirklich unterscheidet zwischen Social Bots, die eben in sozialen Netzwerken agieren. Was anderes sind die sogenannten Chatbots oder Messengerbots, die zum Beispiel im Kundenservice eingesetzt werden. Und ein anderer Begriff ist nochmal der des Fake-Accounts. Hinter einem Fake-Account kann ja auch eine normale Person stehen, die einfach so tut, als wäre sie jemand anderes. Hinter einem Fake-Account kann aber eben auch ein Social-Bot stehen. Das ist also schon mal wichtig, dass man da unterscheidet. Das heißt, bei Armeen von Bots, die angeblich auf allen Netzwerken unterwegs sind, immer noch mal überlegen, sind das wirklich jeweils Social Bots, kann man das wirklich nachweisen oder sind das vielleicht auch Fake-Accounts mit echten Menschen, die dahinter stehen. Das Zweite ist, das fand ich auch jetzt sehr gut, das ist ja schon deutlich geworden, dass man in gewisser Weise empirisch schon nachweisen kann, es gibt Social Bots auf sozialen Netzwerken. Da wäre uns nochmal wichtig, und das ist ja auch klar geworden, es wird hier jetzt wieder viel über Twitter gesprochen und es heißt aber immer, sie seien auf allen anderen sozialen Netzwerken auch unterwegs. Auf welchen denn? Also sind sie auf LinkedIn, auf Xing, sind sie auf Twitter und Facebook, sind sie auf Pinterest, auf Reddit, auf Instagram, sind sie vielleicht auch bei Tinder, ich weiß es nicht. Also da nochmal einfach, weil es mal heißt, und bei allen anderen sind sie auch vorhanden. Inwieweit sind die Zahlen da eigentlich valide, wie viele es denn dort jeweils sind? Und mir hat auch gefallen, dass man hier unterschieden hat zwischen der Möglichkeit der Einflussnahme, weil sie einfach vorhanden sind und eben auch politisch relevante Informationen teilen und der wirklichen empirischen Nachweisbarkeit, ob sie denn wirklich die Meinungsbildung beeinflusst haben. Und dass man hier auch wirklich nochmal unterscheidet zwischen einem Netzwerk, was eine Gesamtöffentlichkeit darstellt, wie Twitter, wo alle Personen einem Hashtag folgen, oder eben einem Netzwerk, wo man sich in bestimmten Gruppen eben auffällt, wie beispielsweise Facebook, wo man ja, wenn man ein Bot wäre, der dort sich Zugang verschaffen möchte, erstmal gegen die Klarnamenpflicht verstoßen würde und dann auch erstmal es schaffen muss, in gewisse Gruppen dann reinzukommen und eben auch schaffen muss, dass dort einem die Leute folgen, sich eine gewisse Historie anlegen muss und so weiter. Also da einfach der Hinweis von uns, dass wir es gut finden, dass hier zur Versachlichung beigetragen werden soll und dass hier auch wirklich ganz klar unterschieden wird, von welchem Phänomen sprechen wir jeweils. Und eben auch versucht wird, diese Titel, die jetzt aktuell überall kursieren, oder werden ja auch zum Teil Studien gemacht zur Frage, welchen Einfluss haben soziale Netzwerke beispielsweise auf die Meinungsbildung, wo es dann heißt, da seien ja sowieso nur ganzes Social-Bot-Armeen unterwegs. Genau, und das einfach erstmal sich genau anzugucken, ist das überhaupt so? Und wenn ja, dann auf welchem Netzwerk? Ganz herzlichen Dank. Ich gucke jetzt einmal auf Herrn Neumann, der hat jetzt immer schon hin und her geguckt, kam nicht so richtig mit dem Finger hoch. Aber ich habe das Gefühl, Sie haben da einen Punkt, der Sie pressiert. Okay, dann melde ich mich gleich. Also ich bin ja wirklich, ich muss es vorstellen, Linus Neumann, Diplompsychologe und Computer-Fuzzi. Ich setze mich mit IT-Sicherheit auseinander hauptsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob ich als Sprecher des Chaos Computer Clubs hier eingeladen wurde oder nicht. Aber ich bin einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Erstmal möchte ich meiner Bewunderung
oder Verwunderung darüber Ausdruck verleihen. Ich glaube, ich bin das 6. oder 7. Mal als Sachverständiger hier geladen. Es waren, glaube ich, noch nie so viele da. Und das finde ich dann doch sehr überraschend, dass das Thema, dass dem Thema hier eine solche Bedeutung beigemessen wird. Bots. Ja, ich glaube, der historisch erste Bot kommt sogar von einem Kollegen. Das war wahrscheinlich in der Psychologie so dieser Versuch, den Ansatz einer Gesprächstherapie umzusetzen. ELIZA oder so hieß dieses Programm. Es hat relativ einfache Kommunikation in 60er Jahren gemacht. Ungefähr so alt ist auch dieses Thema Bots. Und ich wurde mit dem Thema Bots wahrscheinlich irgendwann in den 90er Jahren konfrontiert, als wir uns Bots in unsere IRC-Kanäle gesetzt haben. Das war das, so hießen soziale Netzwerke, bevor sie Facebook oder Twitter hießen. Das war noch nicht so bunt damals. Da haben wir uns auch schon Bots dafür geschrieben. Und seit ich dann irgendwann mal Twitter oder so benutzt habe, auch schon vor endlos vielen Jahren, sind mir da Bots aufgefallen, die einfach Werbung machen. Und ich war dann doch sehr verwundert, als ich dann im Mai 2016 immer mehr Presseanfragen zu diesem Thema bekam und habe damals schon gedacht, komisch, woher kommt eigentlich dieses Thema auf einmal? Ne? Wie, Twitter gibt es seit so vielen Jahren, da gibt es Bots seit so vielen Jahren. Warum setzt sich da plötzlich jemand so intensiv mit auseinander? Und der Professor Hegelich hat ja gerade von dem Pendel zwischen Panikmache und Abwägelei gesprochen, was man, glaube ich, auch bei seinen Äußerungen sehr gut nachverfolgen kann, dieses Pendel. Denn im Januar 2016 kam dieses Thema zum ersten Mal auf. Da war dann die Rede von, derzeit werde das Internet geflutet mit Millionen von Bots, die durchaus in der Lage seien, die Trends in den Netzwerken zu manipulieren. Für die Trends in sozialen Netzwerken interessierten sich bis dahin nur Bots, weil Bots die brauchen, um Follower zu finden. Also es gibt irgendwie so einen Trend und dann werden diese Hashtags früher oder später von Bots geflutet, weil die Bots ja irgendwo im Leeren des Internets sind und die wollen ja irgendwo Aufmerksamkeit erlangen. Das heißt, für die Trends haben sich bis dahin nur Bots interessiert und dann eben irgendwann auch der Herr Hegelich. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau im Mai 2016 hat er dann das erste Mal von Wahlmanipulation gesprochen. Ja, da war also Zitat, wenn ein Algorithmus eine Prognose darüber erstellt, welche Leute mich wählen würden und ich gezielt diese Leute erinnere, dann kann ich damit natürlich Wahlen beeinflussen. Solche Manipulationen finden bereits statt. Das war dann auch der Titel dieses Interviews. Und nach meinen Recherchen war das dann so der Anfang, dass sich Leute oder dass sich Medien so massiv und mit dieser Panikmache mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich würde mal gerne bei diesem Beeinflussungspotenzial bleiben, weil ich gehe davon aus, dass dieses Beeinflussungspotenzial der Grund ist, dass Sie sich damit auseinandersetzen hier, ja, dass das Hohe Haus des Bundestages eine Studie in Auftrag gibt. Das würden Sie nicht machen, wenn Sie ernsthaft interessieren würde, wie wir uns jetzt hier 2,5 Stunden darüber unterhalten, wie geschickt man Bots bauen kann oder wie ungeschickt. Ich habe in meinem Papierbriefkasten jede Woche Papierspam. Ich habe bei E-Mail seit 20 Jahren Spam. Ja, der schreibt mir auch wöchentlich mehrfach der Prinz von Samunda und bietet mir einen Millionendeal an. Und den meisten Leuten ist auch klar, dass das im Zweifelsfall keine Person ist, die ihnen das schreibt. Und in sozialen Netzwerken haben wir diese Bots eben auch seit einiger Zeit. In der Regel haben sie bisher leicht bekleidete junge Damen oder Sonderangebote angeboten. Und jetzt machen sie irgendwie auch machen Sie jetzt irgendwie was in Politik. Gar nicht so lustiger Fakt in diesem Bereich ist übrigens, dass der Account von Frank Schirmacher gestern gehackt wurde und auch als Bot agiert hat. Das war sehr tragisch, weil, wie wir alle wissen, ist Herr Schirmacher seit einiger Zeit nicht mehr am Leben und deshalb auch nicht mehr auf Twitter aktiv. Ja, der wurde also sich einverleibt und sein Account wurde zu einem Bot gemacht. Aber okay, das heißt, es gibt diese Bots. Und jetzt sagen wir hier, also auch wieder Zitat Professor Hegelich, das Beeinflussungspotenzial, der sogenannte Bot-Effekt, ist theoretisch sehr groß, lässt sich empirisch aber nur schwer nachweisen. Wenn ich einen Effekt empirisch schwer nachweisen kann, dann würde ich als Wissenschaftler mir darüber Gedanken machen, wie groß denn dieser Effekt auch sein kann. Ja, wenn ich ihn nicht nachweisen kann
und Data Science betreibe, dann muss ich wahrscheinlich mehr Data Science betreiben, um diesen Effekt nachzuweisen. Ich halte dieses gesamte Thema im Bereich der politischen Einflussnahme durch Social Bots für fürchterlich aufgebauscht. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten Privatfernsehsender. Wir haben seit 60 Jahren die Bild-Zeitung in diesem Lande. Wir haben einen Innenminister, ja, der in Zeitungsinterviews falsche Zahlen über Geflüchtete berichtet. Wir haben ein Kompaktmagazin, wir haben in den USA dieses Breitbart-Phänomen, was jetzt nach Deutschland kommt. Wir versuchen seit jeher mit jeder politischen Äußerung, die irgendwo in den Medien oder durch Menschen getätigt wird, das Ergebnis einer Wahl in unserem Sinne zu verändern. Wir hängen Wahlplakate auf, wir führen Stammtische, wir führen Gespräche, wir organisieren uns in politischen Gruppen. Und in diesem Gesamtgemenge der Politik sollen jetzt auf einmal Social Bots das Problem sein? Die sollen jetzt auf einmal die Wahlen beeinflussen, während andere das mit Millionen von Euros und jahrzehntelangen Engagement nicht schaffen würden? Selbst unter utopischen Annahmen, ich habe da mal so einen Bleistift genommen, nein, habe ich nicht, ich habe Excel genommen, ist so ein Computerprogramm, zum Rechnen nehme ich das, und habe mal ausgerechnet, was denn, wenn ich es schaffen würde, unter allen Twitter-Nutzern in Deutschland, Schätzungen sind zwischen 1 und 4 Millionen, also nehme ich mal 4. Wenn ich es unter diesen schaffen würde, mit einer riesigen Bot-Armee, und jetzt muss ich mal hier mein Excel öffnen, ja, mit einer riesigen Bot-Armee auch nur, also 4 Millionen Nutzer, 75% Wahlbeteiligung in Deutschland. Das heißt, ich könnte da irgendwie Millionen Twitter-Nutzer erreichen. Ich habe aber nur 15% der Wahlberechtigten. Und jetzt würde ich mal die utopischen Einfluss eines Social Bots über die Zeit von jetzt bis zur Bundestagswahl auf 5% Einflussnahme setzen, was völlig utopisch groß wäre. Ja, also der Socialbot oder meine Bot-Armee schafft es, 5% dieser Twitter-Nutzer von einer Wahl zu überzeugen, die sie sonst nicht getätigt hätten. Dann wäre das immer noch ein Einfluss auf das Ergebnis der Wahl, der weit unter 1% läge. Das ist also immer noch im Nachkommabereich. Das heißt schon, allein die Idee, dass dadurch Wahlen manipuliert werden könnten, übersteht den Lachtest nicht. Da fange ich gar nicht erst an zu forschen. Und dieser Unsinn, der über diese Wahlmanipulation durch Social Bots jetzt verbreitet wird, wird eigentlich nur durch eines überboten. Und das sind die politischen Reaktionen darauf, die jetzt diskutiert werden. Was hören wir? Wir wollen irgendwie Social Bots kennzeichnen. Gibt es jetzt Kennzeichnungspflicht, ne? Oder vielleicht eine Haftpflichtversicherung oder einen Führerschein für Social Bots. Wir wollen Fake News kennzeichnen oder verbieten. Ja? Als wäre es jetzt plötzlich 2017 der Menschheit zum ersten Mal eingefallen, dass man vielleicht unter Umständen lügen könnte. Ja? Als wären wir nie vorher darauf gekommen. Und ich kann Ihnen eigentlich nur sagen, das Problem, was Sie heute haben hier als Politiker, ja, ich weiß, gefällt Ihnen nicht, aber ich muss ganz kurz noch, ich komme zum Ende. Das Problem, was Sie haben, sind nicht Social Bots. Das Problem sind auch nicht Fake News, das sind Symptome. Und das sind Symptome eines allgemeinen Vertrauensverlusts in Politik und Medien, den sich nun politische Player zunutze machen wollen. Die wollen diese Unsicherheiten streuen, die wollen Ängste streuen und die wollen in einer relativ komplexen Welt mit einfachen Antworten Wähler gewinnen. Und dieser Vertrauensverlust in Politik und Medien, der kommt nicht von den Social Bots, sondern der kommt von Politik und Medien. Den haben sie sich selber zuzuschreiben. Da haben sie jahrzehntelang gut dran gearbeitet, dass sie das Vertrauen nicht mehr haben. Und sie werden dieses Vertrauen nicht wiederbekommen, indem sie ein Wahrheitsministerium errichten, indem sie Social Bots einer Kennzeichnungspflicht oder einem Verbot unterziehen, sondern sie werden das durch eine sinnvolle Auseinandersetzung mit den Phänomenen unserer Zeit erreichen und durch eine aufrichtige Politik. Und nicht, können Sie 20 Experten zu Social Bots einladen und dieses Problem jetzt hier groß aufhängen. Ich halte das ernsthaft für massiv überzogen in der Form, in der es hier diskutiert wird. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielleicht können Sie ihm das Mikrofon, sonst piept es. Für diesen sehr pointierten Beitrag, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht, dass uns das nicht gefällt. Wir sind ja interessiert an allem, was das Phänomen Social Bots erklärt. Und ich muss auch sagen, wenn man Ihnen zuhört,
kann man sich auf diese Argumentation auch einlassen. Der einzige Punkt, der mich dann natürlich interessieren würde, ist, warum machen die auf der anderen Seite diesen ganzen Aufwand? Das sind ja teilweise auch staatlich unterstützte Einheiten, die relativ hohes Investment betreiben, eine hohe technologische Entwicklung auch vornehmen. Und wenn man weiß, dass das alles im Grunde genommen für die Katz ist, sind die alle dumm? Darf ich Ihnen darauf antworten? Ja. Also dieser Aufwand tatsächlich für, sagen wir mal, 350.000 Bots oder 50 oder 100.000, der ist vor allem massiv gering. Es gibt verschiedene Gründe, sich gerade in diesem Bereich zu engagieren. Erstens, der Aufwand ist tatsächlich relativ gering. Es kostet nicht viel. Also die Programme, das sind am Ende ein paar Python-Skripte. Ne? Das sind irgendwie... kann man sich auch kostenlos im Internet runterladen und dann flanscht man da irgendwie ein bisschen Logik hinter und sagt, wenn jemand eine negative Meinungsäußerung über Trump macht, dann antworte ihm. Ja, das ist das, was Herrn Professor Stöcker passiert ist. Ne? Das ist sehr, sehr einfach, so etwas zu bauen. Ich habe das irgendwie primitiv öfter für so Fernsehsendungen dann mal gemacht, ne, dass man irgendwie so Schimpfbots macht, die Leute dann als Lügenpresse bezeichnen oder die sich halt auf bestimmte Äußerungen beziehen. Das kostet einfach nicht viel Geld. Deswegen sehen wir das auch in diesem großen Ausmaße. Also um jetzt irgendwie so eine Bot-Armee mit 100.000 irgendwie zu kontrollieren, glaube ich nicht, dass man da irgendwie länger als ein paar Monate dran sitzen würde. Die Accounts kann man auch kaufen, die Accounts kann man sich hacken. Das heißt vor allem, Sie sehen da so viel von, weil es halt so billig zu machen ist. Zweitens haben wir in diesen sozialen Netzwerken gerade das, was wir noch als Aufrichtigkeit vermuten. Ne? Also die Menschen gehen davon aus, dass sie da mit echten Menschen reden. Und diese quantitativen Werte, die in Betracht gezogen werden. Also wie viele liken das? Ne? Wo ist der Diskurs gerade? Was kann man denn sagen? Was sagt die Mehrheit um mich herum? Das sind natürlich die Einflussnahmemöglichkeiten, die hier stattfinden. Und den Effekten, die hier vorher beschrieben wurden, den würde ich auch in dieser Form nicht widersprechen. Also es passiert genau so. In sozialen Netzen sehen wir eine Tendenz zur Radikalisierung, eine Tendenz zu fremdenfeindlichen Äußerungen. Und durch Social Bots können diese Tendenzen in der Gesellschaft verstärkt werden und größer erscheinen. Am Ende brauchen wir aber immer noch Leute, die mitmachen, und die werden immer den größeren Einfluss haben als die Social Bots. Und auch das Phänomen der Fremdenfeindlichkeit werden wir den Social Bots nicht in die Schuhe schieben können. Also die kurze Antwort, es ist einfach und günstig, alles andere ist teurer. Ganz herzlichen Dank. Es gab jetzt drei Meldungen von den Abgeordneten. Das ist einmal Frau Rössner bitte, dann Herr Lengsfeld und Herr Schipanski, vielleicht bitte in dieser Reihenfolge. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich fand das nochmal ganz gut von der Einschätzung her, auch der Dimension, auch wenn wir natürlich feststellen, dass es, wenn die Menschen immer mehr auf sozialen Netzwerken ihre Informationen dort beziehen und die Relevanz beispielsweise eines Netzwerks von Facebook groß ist, dass das natürlich schon auch eine Tendenz verstärkt, wie Herr Neumann ja auch gerade gesagt hat. Ich wollte aber auch noch mal auf den Punkt eingehen. Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit von den bösen Social Bots. Es gibt aber auch Menschen, die folgen ganz bewusst Social Bots, weil die nämlich ganz hilfreich sein können. Also zum Beispiel gibt es einen Bot, der heißt I'm Shakespeare, und innerhalb von einem Jahr rezitieren die dort das ganze Werk von Shakespeare. Und es gibt Menschen, die folgen dem ja ganz bewusst. Deshalb ist ja auch die Frage, ob ein Verbot dann wirklich das Richtige wäre, sehr zweifelhaft. Allerdings, gestern hatten wir im Ausschuss Digitale Agenda ja auch schon eine Anhörung. Und da war man sich, glaube ich, schon relativ einig, ich möchte als Mensch wissen, wenn ich mit einer Maschine kommuniziere. Und deshalb schon die Frage, ist es dann nicht doch berechtigt, dass man eine Kennzeichnung überlegt und wie die technisch auch möglich wäre, weil die Bots-Urheber sicherlich nicht unbedingt ein Interesse daran haben, jedenfalls nicht, wenn sie Meinungsmache betreiben wollen. Die zweite Frage ist, und die... Ich weiß jetzt nicht, wer da am besten darauf antworten kann, vielleicht Herr Stöcker, aber vielleicht auch andere. Wir haben ja vorhin gehört, dass Hashtags von Bots ganz massiv genutzt werden, besetzt werden, sodass Menschen, die
an einer Diskussion beispielsweise teilnehmen, aufgrund dessen diese Diskussion verlassen. Das heißt also, ein Diskurs, der über Twitter beispielsweise stattfindet, dann gesprengt wird von dem Einsatz von Bots. Und das ist ja etwas, was ein negativer Effekt ist, wenn solche öffentlichen Diskurse dadurch kaputt gemacht werden. Deshalb die Frage, wie kann man denn dagegen vorgehen oder was wäre da die Möglichkeit? Weil es geht uns ja immer auch um gesetzliches Handeln, die Möglichkeit von gesetzlicher Reaktion. Ganz herzlich, ich würde bitten, dass wir einmal sammeln, Herr Lengsfeld und nach Herrn Schipanski dann bitte auch nochmal Herrn Hossmann. Ja, Herr Neumann, Frau Kollegin hat mir jetzt praktisch schon den Punkt vorweggenommen, aber ich würde es trotzdem auch nochmal wiederholen. Also ich bin zwar nicht der häufige Nutzer eines bekannten Tabellenkalkulationsprogramms eines amerikanischen Weltkonzerns, aber ich nutze einen Kurznachrichtendienst eines weiteren amerikanischen Konzerns relativ häufig und da ist mir selber ein Social Bot untergekommen, relativ harmlos, die Pfannkuchenpolizei, die irgendwie immer, wenn man Berliner schreibt, was mir als Berliner ab und zu mal passiert, zurückschreibt, du meinst wohl Pfannkuchen oder dit ist wohl Pfannkuchen oder wie auch immer. Meine Frage geht dahingehend, wie gesagt, das Thema ist ja schon aufgerufen worden, dass ich vieles von dem, was Sie uns sagen, verstehe, aber das Thema Kennzeichnungspflicht verstehe ich nicht. Denn was ist denn der Schaden, wenn der amerikanische Weltkonzern, der ja nun mal sein Geschäftsmodell auf dem Unterhalten einer Kurznachrichtenplattform basiert, dazu gezwungen wird, da den Mensch von der Maschine zu unterscheiden? Also ich fände das äußerst hilfreich, dass ich nicht selber mir überlegen muss, ob ich jetzt hier mit einem Computerprogramm rede oder ob ich einen tatsächlichen Nutzer vor mir habe. Wenn wir vielleicht die Fragen sammeln könnten und es muss jetzt auch immer nicht nur Herr Neumann sozusagen ins Kreuzverhör genommen werden, wenn die anderen Expertinnen und Experten sich berufen fühlen, dann bitte auch. Aber vielleicht könnten wir noch mal mit den Abgeordnetenfragen fortfahren. Herr Schipanski, bitte. Genau, ich fasse mich auch kurz. Wie Dieter Bea Rösner war ich gestern auch in der Anhörung bei der digitalen Agenda, also eigentlich fast genau dem selben Thema. Und da waren wir, muss ich auch mal sagen, fraktionsübergreifend eigentlich schon der Ansicht, dass diese Kennzeichnungspflicht eine sehr geeignete Maßnahme ist, um zu schauen, ist es eine Maschine oder ist das ein Mensch, mit dem ich da kommuniziere? Und ich glaube, man muss das als Nutzer und als Bürger auch wissen, ob das eine Maschine ist oder eine wirkliche Person. Von daher würde mich dann auch die Meinung dazu von den anderen Experten interessieren. Und zum Zweiten, oder die zweite Frage, warum wir uns auch politisch damit sehr auseinandersetzen. Ich glaube, es wurde ja deutlich, dass das ökonomische Auswirkungen hat, aber auch Auswirkungen im Rahmen der politischen Willensbildung. Aber was ja auffällt, ist, dass diese Social Bots oft verknüpft sind eben mit diesen sogenannten Fake News, mit diesen Falschnachrichten. Und daher würde ich dann in der zweiten Stufe, wenn wir vielleicht die Frage der Kennzeichnungspflicht erörtert haben, vielleicht von Ihnen auch einige Vorschläge hören wollen, wie Sie politisch denn uns empfehlen, auch damit umzugehen, weil das, ich meine, wir haben das am Anfang schön getrennt, diese beiden Punkte, aber ich denke, man muss das gar nicht so getrennt betrachten, weil eben wir auf diese Social Bots primär über diese Fake News eben aufmerksam gemacht worden. Und da stellt sich für mich schon die Frage, wie wir damit auch politisch umgehen können. Ich nehme das mit auf, Herr Helbing, aber ich würde bitte noch dem Herrn Rossmann die Gelegenheit geben, auch seine Frage zu formulieren. Vom ganz banalen Kommunikativen her, wenn einem jemand ein Gerücht zuträgt, dann hat der das und das gesagt, dann möchte man eigentlich immer wissen, wer hat das gesagt? Man möchte die Quelle, man möchte die Identifikation haben. Oder anders, also kriege ich ein Flugblatt, dann gucke ich auch auf diejenigen, die das veranlasst haben. Und bei einer Zeitung weiß ich auch, wer. Also meine Rückfrage ist, Sie mögen das jetzt ja beschreiben, wie wenig Wirkung das hat, aber wenn wir hier in einem Technikfolgenabschätzungsbereich, Kommunikationsfolgenabschätzungsbereich stehen, dann interessiert uns natürlich eher, was ist die Potenzialität, die in Social Bots und anderen mitliegt. Und was ist das kommunikative Gewaltpotenzial, eine gewachsene, psychologisch oder sozial-kulturell geformte Form von Öffentlichkeit drastisch zu zerstören? Allerdings würde man ja sagen, interruptiv etwas zu machen. Und dazu würde mich Ihre Einschätzung interessieren, zur Potenzialität. Nicht zur Auseinandersetzung mit dem Marginalen, was jetzt ist, aber zur Potenzialität, denn das müssen wir bewerten. Wir machen doch Gesetzgebung, Gestaltung auf Zukunft, nicht auf die Banalität des Jetzigen. Ich würde Sie bitten, Herr Neumann, damit zu beginnen. Ich hatte aber auch noch andere Meldungen aus dem Expertenkreis. Das waren danach Frau Weber, Herr Sachwe, Herr Sander,
Herr Professor Helbing und jetzt auch nochmal Herr Professor Stöcker. Also, an Herr Reetz, Herr Kossow, ich habe es gerade gesehen. Wir kriegen das hin. Ich versuche mich jetzt an alle Fragen zu erinnern. Diese Pfannkuchenpolizei kenne ich auch, habe ich auch schon mit Erfahrungen gesammelt. Diese Social Bots funktionieren, indem sie die Netze bedienen, häufig wie eine App oder wie ein Nutzer. Also die Schnittstelle, die ihre Social Network App auf dem Handy nutzt, würde auch der Social Bot benutzen. Das heißt, man kann das nicht wirklich unterscheiden. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel selber mache mit meinem Twitter-Account, ist, ich habe auch automatisierte Tweets. Also wenn ich irgendwie einen Blogpost veröffentliche, kommt ein Bot von mir vorbei und der hat die Möglichkeit, meinen Twitter-Account zu kontrollieren und das dann zu twittern. Das heißt, ich bin, wenn man jetzt irgendwie so den Bot als Roboter sieht, dann wäre mein Twitter-Account so eine Art Androide oder wie heißen die? Ne? So halb Mensch, halb Maschine. Da sieht man, wie schwer das tatsächlich zu erkennen ist. Und diese Idee die Frage war, glaube ich, würde eine Kennzeichnungspflicht einen Schaden anrichten? Ich denke nicht. Ich würde mich vielleicht ärgern, wenn ich dann, weil ich in diesem Graubereich bin, selber als Bot gekennzeichnet würde. Aber der Schaden wäre sicherlich vernachlässigbar. Vermutlich wäre aber auch der Nutzen vernachlässigbar. Dann die zentrale Frage Potenzialität und die einleitenden Bemerkungen dazu, dass Sie gerne wissen möchten, von wem etwas kommt. Das haben Sie zumindest bei Twitter, über das wir jetzt ja relativ viel gesprochen haben, und ich denke, der Hinweis ist wichtig, dass es natürlich noch andere Sachen gibt, haben Sie das ja sowieso nicht. Ne? Also da sind eine ganze Menge Fake-Accounts oder anonyme Accounts unterwegs und man rezipiert die Leute ja eher über die Zeit und ordnet die dann irgendwann ein. Ja, also man kriegt irgendwann selber ein Gefühl dafür, mit wem man da redet. Also sie haben weder beim Menschen noch bei einer Maschine da wirklich Feedback, wer da jetzt gerade sitzt oder von wem das programmiert wurde. Das haben sie also grundsätzlich nicht. Die Potenzialität, wenn wir jetzt mal die Potenzialität, von der wir reden, ist, dass wir irgendwann mit Maschinen reden werden, die wir nicht mehr von Menschen unterscheiden können. Und im Zweifelsfall nicht unbedingt als erstes in Social Network Bots, sondern in assistiven Geräten, die wir uns ins Wohnzimmer oder in die Hosentasche stecken. Also man kann ja heute schon mit seinem Handy reden und dem Befehle geben. Und jetzt stellen wir uns gerade diese Lautsprecher in die Wohnzimmer, denen wir dann sagen können, was sie bei Amazon kaufen sollen. Das heißt, die Potenzialität wird vermutlich erstmal wirtschaftlich genutzt werden, uns diese Systeme bereitzustellen. Und dadurch werden wir dann auch lernen, mit ihnen umzugehen. Und ich glaube also, der beste Markt für eine künstliche Intelligenz, die sich nicht von einem Menschen unterscheiden lässt, ist nicht unbedingt ein Social Bot auf Twitter. Also da würden wir erstmal noch andere Produktvorstellungen, assistive Systeme, Chatbots, Ersetzung von Callcenter-Agents, also da, wo man noch Geld verdient, da würden wir die, glaube ich, eher sehen in voller Pracht als irgendwann bei sozialen Netzwerken. Ganz herzlichen Dank, Herr Neumann. Frau Weber, Sie hatten sich auch zu dem Fragenkomplex gemeldet. Ist das noch aktuell oder? Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, mal eine Frage nach der anderen zu beantworten. Frau Rösner, Sie hatten gesagt, wie macht man das denn oder wie geht man damit um, auch als Politik und als Gesellschaft, wenn Leute vermehrt vielleicht Diskussionen verlassen, die in sozialen Netzwerken stattfinden, weil sie vielleicht glauben, dass sie es mit Social Bots zu tun haben oder vielleicht auch deswegen, das interpretiere ich jetzt in Ihre Aussage rein, weil die Art der Diskussionsführung so ekelhaft und schwer zu ertragen ist zum Teil. Da würde ich jetzt mal sagen,
Zivilcourage ist ja nichts, was es nur im Netz geben muss. Das fängt auf dem Schulhof an, dass ich, wenn jemand gemobbt wird, aufstehe. Es geht weiter, dass ich wohne in Berlin-Mitte. Da lief bis zum Sommer noch Bergida jede Woche vorbei an der Antonio-Amadeo-Stiftung, die hier gestern ja auch saß, dass man da zurückschreit mit den Nachbarn, die damit jeden Montag konfrontiert sind. Und das Dritte ist eben auch in sozialen Netzwerken. Es kann unangenehm sein und ich beobachte selber oder ich folge Personen, die ich für gefährlich halte oder zumindest die fragwürdige Ansichten da vertreten und folge denen trotzdem und versuche dagegen zu halten oder zumindest mal zu beobachten. Das heißt, Zivilcourage muss erstmal auch im Netz gelten dazu. Dann, ich glaube, Herr Dr. Lengsfeld hatte gefragt zu dieser Kennzeichnungspflicht. Ich habe das gestern hier auch verfolgt auf der Zuschauertribüne, diese Idee. Und wir haben als Bitkom da jetzt noch keine Meinung zu, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Fakt ist, man muss ja auch hier unterscheiden zwischen den verschiedenen sozialen Netzwerken. Es gibt ja welche, die angeblich wie Twitter, wo das Phänomen ein bisschen größer ist. Und es gibt solche wie zum Beispiel Facebook, was jetzt unser Mitglied ist, die ja selber von sich sagen, dass sie Social Bots verbieten. Das steht in den Nutzungsbedingungen drin, dass man sich mit einem klaren Namen anmelden muss und die auch technische Maßnahmen ergreifen, um auszuschließen, dass auf ihrem Netzwerk eben sich Social Bots bewegen. Das heißt, da würde ja so eine Kennzeichnungspflicht nicht viel bringen, weil sie ja selber sagen, wir verbieten das. Dass man da also nochmal wirklich unterscheidet, mit welchem Netzwerk, wo macht sowas vielleicht Sinn. Ich glaube, Sie, Herr Schipanski, hatten ja gesagt, als Überleitung zum Problem Fake News, auch wenn das hier nicht das primäre, der primäre Gegenstand der Diskussion ist, wie man denn jetzt damit umgehen soll, da wäre aus Sicht des Bitkom das Allerbeste, einfach ein bisschen Besonnenheit an den Tag zu legen und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, weil es kursieren ja jetzt verschiedene Entwürfe, was man damit machen kann. Und aus unserer Sicht ist das grundsätzliche Problem ja Fake News. Was ist das für ein Begriff? Wahrheit oder Unwahrheit ist auch selbst vor Gericht schwer manchmal herauszufinden. Selbst Gerichte, glaube ich, würden vielfach nicht für sich selber in Anspruch zu nehmen, die Wahrheit darzustellen, sondern ob ein Fakt belegbar ist oder eine Tatsache. Das heißt, erstmal dieses, wenn etwas eindeutig falsch ist, sollte dies und jenes passieren. Erstmal sich ein bisschen besser mit der Frage zu beschäftigen, was ist eindeutig wahr, was ist eindeutig falsch und wer soll darüber überhaupt entscheiden, was eindeutig wahr oder eindeutig falsch ist. Normalerweise ist es ja in einem Rechtsstaat so, dass ein Gericht die Institution ist, die darüber entscheidet, ist etwas wahr bzw. belegbar oder nicht. Und dann gibt es noch die vierte Gewalt im Staat, die Presse, die Gott sei Dank frei ist in Deutschland und die diese Aufgabe ja auch wahrnimmt, da wirklich journalistisch, investigativ dahinter zu steigen und zu gucken, kann man Dinge belegen oder kann man sie nicht belegen. Wir befinden uns ja hier in einem grundrechtlich geschützten Bereich. Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Presse, Medienfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte in unserer Verfassung. Und da sollte man sich einfach ganz genau überlegen, welche Ideen machen hier Sinn. Eine staatliche Behörde, die selber sowas entscheidet, ist schwierig. Und das auf eine private Person, also ein Privatunternehmen auszuweiten, ist aus unserer Sicht auch schwierig. Danke. Ganz herzlichen Dank, Frau Weber. Wir hatten jetzt noch Herrn Sachweh. Bitte das Mikrofon auch nutzen. Ich würde ganz gerne mal auf die Kennzeichnungspflicht zurückkommen. In meinen Augen ist die völlig sinnlos, weil es gibt jetzt schon Klarnamenpflicht auf diversen sozialen Plattformen. Die wird nicht kontrolliert und sie wird auch nie kontrolliert werden können vollständig. Es gibt keine echte Kontrolle, wer den Account angelegt hat, wer wirklich dahinter steht. Ganz abgesehen davon, dass wenn wir in der Bundesrepublik so ein Gesetz beschließen, ob das auf einen amerikanischen Konzern durchreicht, wo die großen sozialen Netze nun mal angesiedelt sind, halte ich mal für sehr als fraglich. Was viel wichtiger in meinen Augen ist, dass die Nutzer der sozialen Netze sich darüber klar sein müssen, dass das, was sie dort lesen, eigentlich gar nicht unbedingt von dem sein muss, der meint, das geschrieben zu haben. Wer von uns kann verifizieren, dass unter dem Twitter-Account Real Donald Trump wirklich Donald Trump steht? Keiner. Keiner kann wirklich sagen, das war Donald Trump, der das geschrieben hat. Ich glaube sowieso, dass er es nicht selber schreibt, sondern ein Assistent schreibt es dann. Auch sollte jedem klar sein, dass natürlich der Plattformbetreiber diese Twitter-Nachrichten jederzeit versenden kann. Es kann niemand verhindern, dass Twitter unter irgendeinem Account etwas versendet. Das heißt, die Kontrolle der Plattformbetreiber müsste eigentlich nochmal hinterfragt werden.
Vielen Dank. Es wird jetzt immer länger, die Liste, das ist einfach so. Herr Sander, Sie hatten sich auch noch gemeldet. Herr Wenzel, Sie direkt dazu und wenn es auf den Punkt ist, bitte auch vorgezogen. Ich hatte nicht auf den Punkt. Herr Steffen Wenzel, Politik Digital, ich hatte nur eine Anmerkung dazu. Man muss natürlich sehen, also welche Player sind da, haben da welche Interessen. Und meiner Meinung nach haben die sozialen Netzwerke ein großes Interesse, dass Social Bots eben gekennzeichnet werden beziehungsweise aus ihren Netzwerken verschwinden, weil das Geschäftsmodell ist Werbung. Und solange das Geschäftsmodell Werbung ist, brauche ich reale Menschen, die dahinter stecken, denen ich eine Werbebotschaft senden kann. Deswegen hauen die sich dagegen quasi ins eigene Geschäftsmodell rein, wenn sie da nicht tätig werden. Ich bin sicher, dass sie da längst tätig werden und das schon sogar sind. Ganz herzlichen Dank. Jetzt bitte Herr Sander. Ja, auch zur Kennzeichnungspflicht. Also ich glaube auch, dass es da eine gewisse Selbstregulierung gibt innerhalb der sozialen Netzwerke, dass halt bestimmte Accounts verschwinden, die halt da einfach unnütz sind. Und darüber hinaus halte ich es halt auch schlichtweg für völlig sinnlos, weil, wie wir von Linus Neumann schon gehört haben, es ist halt relativ simpel, solche Accounts anzulegen und auch massenhaft anzulegen. Das bedeutet, wenn ich einen Account kennzeichne, dann dauert es vielleicht ein paar Minuten, bis dann halt 300.000 neue Accounts eben da sind, die das Gleiche machen wie vorher. Und die Frage ist natürlich auch, was ist dann die Sanktion, wenn man das nicht macht? Also wenn man seinen Account nicht kennzeichnet, was passiert dann? Wollen wir dann Twitter verbieten in Deutschland oder wird dann nur der Account gelöscht, der dann eben relativ schnell auch wieder reproduziert werden kann? Und darüber hinaus sehe ich aber schon auch die Gefahr, dass wenn wir diese Kennzeichnung vornehmen, ähnlich wie bei Fake News, dass dann die Leute, die in diesen sozialen Netzwerken unterwegs sind, sagen, ja, alles, was von diesen Accounts kommt, da weiß ich dann Bescheid. Aber wenn eben ein Account darunter ist, der nicht gekennzeichnet ist, dem glaube ich dann, weil er eben nicht als solcher gekennzeichnet ist. Und diese Gefahr, die dadurch entsteht, also man wird immer langsamer sein mit dem Kennzeichnen von Fake News oder mit dem Kennzeichnen von solchen Social Bots, dass halt immer eine Zeit lang die machen können, was sie wollen, ohne dass sie eben gekennzeichnet sind. Und die Leute ihnen dann ganz besonders glauben, weil sie ja sagen, er ist ja nicht als solcher gekennzeichnet und deswegen ist es halt möglicherweise wahr eben, was da rauskommt. Und das nächste Problem sehe ich halt eben auch, was dann mit solchen Mix-Accounts ist, die halt eben, wo halt Mensch, halt Maschine dann dahinter steht. Also wie will man die dann halt kennzeichnen? Und will man dann unterschiedliche Formen von Kennzeichnungen vornehmen? Und wie will man da vorgehen? Also ich halte das halt für einen völlig unrealistischen, völligen Quatsch. Und das Einzige, was jetzt ja eigentlich die Politik aufgerufen ist zu tun, ist eben vor allen Dingen die Medienkompetenz der Menschen zu stärken und die Leute eigentlich aus diesen Filterbubbles wieder rauszuholen, wo sie über Jahre hinweg reingeprügelt wurden. Und da muss man eben ansetzen und das ist halt ein generelles und langfristiges Problem und das wird man jetzt auch nicht bis zur Bundestagswahl lösen können. Wir haben jetzt noch zwei Meldungen von zwei Abgeordneten, Frau Rössner, Frau Esken. Vielleicht nochmal, um dann auch die Diskussion mit den Experten nochmal wieder auf einen neuen Punkt zu bringen. Bitte sehr, Frau Rössner, dann Frau Esken. Ja, also ich bin ja Medienpolitikerin und befasse mich ja viel mit auch Wirkungen von Fernsehen, Zeitung und so weiter, aber eben auch neue Medien und soziale Netzwerke. Und die haben natürlich auch nochmal eine andere Wirkung. Es gibt da auch Untersuchungen, im Amerikanischen gibt es das Buch Democracy for Realists, das ist, glaube ich, ganz spannend, weil da geguckt wird, wie funktionieren denn Wahlen zum Beispiel und die Leute wählen stärker nach Identitäten, ja, die suchen Identitäten, ob religiöse Identitäten, politische Identitäten, soziale Identitäten und das ist ja etwas, was im Grunde über soziale Netzwerke und damit verstärkt auch über Social Bots passiert. Die machen Menschen glauben, sie seien Teil einer Bewegung. Und das würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal diskutieren, wie Sie das dann einschätzen, weil da glaube ich dann schon auch eine Gefahr für unser demokratisches System gegeben ist. Wenn heute vielleicht noch nicht, aber dann zukünftig. Vielen Dank für diesen Hinweis und Frau Esken bitte gleich dazu. Ein, zwei Hinweise vorab. Ich glaube, das Geschäftsmodell von Social Media ist nicht Werbung, sondern für Klicks auf Werbung bezahlt zu werden. Das heißt, ob da ein echter oder ein nicht echter klickt, ist nicht so wahnsinnig interessant, sondern man wird bezahlt für Klicks. Vertrauen ist natürlich dann in die Wirksamkeit von Werbung, steckt am Ende dahinter. Dann meinetwegen mag das Geschäftsmodell auch wieder von Social Bots beeinflusst oder beeinträchtigt sein. Und der Twitter-Bot von Ihnen, Herr Neumann, würde ich sagen, ist ein Avatar. Das ist vielleicht der richtige Begriff.
jemand agiert, oder? Agiert für Sie auf, genau, ein Twitter-Avatar. So, ich will mal in die Runde sagen, weil der jetzt ein bisschen unentspannt auch war, gerne Entspannung. Wir, wenn wir schon unsere Antworten fertig hätten, wenn wir zu einfachen Antworten neigen würden, würden wir hier nicht sitzen. Hätten wir das Technikfolgenabschätzungsbüro, nein, naja, Sie wissen schon, nicht beauftragt. Nicht beauftragt, hätten wir auch gestern im Ausschuss Digitale Agenda nicht zu einem ähnlich, aber etwas breiter aufgestellten Thema auch hier zusammengesessen. Und morgen werden auch nicht die Gesetze geschrieben. Also insofern Entspannung. Ich denke, der Vertrauensverlust, der die Gesellschaft insgesamt kennzeichnet, ist uns durchaus bewusst. Der betrifft nicht nur die Politik übrigens, der betrifft auch die Medien, der betrifft Information insgesamt. Und was noch vielleicht dazu kommt und worüber wir eben auch nachdenken müssen, was wir auch beachten müssen, ist, dass das Kommunikationsverhalten der Menschen, das Verhalten der Menschen bei Meinungsbildung, beim Suchen nach Informationen sich komplett verändert hat. Ich persönlich konsumiere keine Nachrichtensendungen mehr, denn alles, was dort vorgetragen wird, weiß ich schon, erfahre ich schon im Laufe des Tages und so wird es vielen, vielen, vielen anderen gehen. Und insofern sind wir schon alle auch gehalten zu sehen, wie wirken tatsächlich Social Media und wie wirkt dieser Medienkonsum oder wie wirkt der Informationskonsum. Und ich würde ganz klar unterstreichen, dass Bildung der Schlüssel ist, damit Menschen Fake News erkennen können, Hass und Hetze erkennen können, Diskriminierung ablehnen. Dazu gehört Bildung, gehört auch Persönlichkeitsbildung, nicht nur Wissensvermittlung. Und da hat unser Bildungssystem sicher das eine oder andere auch noch zu leisten, aber eben auch in der Frage, wie genau Informationsverbreitung auf den Social Media funktioniert und wie meine eigene Filterblase entsteht und wie ein Massenphänomen entsteht. Denn das hauptsächliche Problem, glaube ich, unser aller hauptsächliches Problem, wenn man mehr als zwei Menschen auf Twitter folgt, ist ja tatsächlich mit der Masse der Informationen umzugehen und dann auch tatsächlich aus der Masse heraus nicht auf Qualität zu schließen. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen schlicht wegen dem massenhaften Auftreten eines Trends, eines Begriffs, einer Diskussion, einer Haltung, einer Meinung schon stark dazu neigen, dieser Meinung, dieser Haltung Gewicht beizumessen. Da sind wir einfach ein bisschen vielleicht gehirnökonomisch, aufmerksamkeitsökonomisch getrieben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und da würde ich gerne von den Kommunikationsfachleuten am Tisch eine Meinung dazu hören. Auf der Liste steht jetzt Professor Helbing. Vielleicht hilft uns auch zur Versachlichung ein kühler Blick aus der Schweiz auf das Phänomen. Ich sage auch gleich nochmal, wir haben jetzt noch eine ganze Reihe an Experten auf der Liste stehen und wir haben ja eigentlich auch eine Art Programm. Da wollen wir jetzt auch nicht sklavisch dran festhalten. Ich würde aber vielleicht Herrn Helbig und Herrn Reetz bitten, die nächsten beiden kurz zu reagieren. Dann würde ich einfach unseren beiden statementgebenden Experten nochmal die Gelegenheit geben, zukünftige Entwicklungen darzustellen und auch Abwehrmechanismen, und dass wir dann die Diskussion nochmal zusammenführen. Die Fragen natürlich aufgreifen. Es ist dann im Grunde um so ein bisschen kondensiertes Programm, aber ich glaube, damit werden wir den auch fragenden Interessen von den Abgeordneten am ehesten gerecht. Aber jetzt erst einmal bitte Herr Professor Helbing. Ja, ich kann natürlich gut verstehen, dass an diesem Thema Social Bots nach dem Brexit und auch der US-Wahl jetzt in einem Wahljahr hier in Deutschland großes Interesse ist. Ich denke, man muss tatsächlich sehr sachlich auf das Thema schauen. Und zum Teil hat man noch nicht viele Fakten. Das heißt aber nicht, dass es ungefährlich wäre. Es ist ein bisschen so wie beim Doping. Es ist schwer nachweisbar, aber trotzdem schädlich. Und nur weil wir uns jetzt nicht einig sind, heißt das eben auch nicht, dass kein Handlungsbedarf ist. Wir wissen, dass vom Klimawandel US-Erdölkonzerne wussten, dass in den 60er Jahren bereits, dass es Klimawirkungen hat. CO2, und das hat noch 50 Jahre gebraucht, bis gehandelt wurde, eben durch die Kontroverse, die so lange im Gange war. Nun, Social Bots können im übertragenen Sinne einen sozialen Klimawandel verursachen. Das ist meine Einschätzung. Man würde sicherlich nicht so viel Geld investieren in diese Technologien, wenn sie keinen Nutzen, keine Wirkung hätten. Google verdient natürlich mit personalisierter Werbung über 90% seiner Einnahmen. Das sind viele Milliarden. Das heißt, es ist ein riesiges Geschäftsfeld. Und Google hätte diese
dieses Geschäftsfeld nicht an sich ziehen können, wenn es nicht wirksamer wäre als Werbung in der Vergangenheit. Es gibt Experimente. Diese Experimente besagen, sogenannte Search Engine Manipulation Effekt, dass 6% bis 20% der Wähler beeinflusst werden könnten, eine andere Wahlentscheidung zu treffen. Das ist erheblich, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass diese Abstimmung Brexit und US-Wahl mit einer Polarisation der Gesellschaft verbunden waren. Das heißt, wenn Sie Themen emotionalisieren, dann werden Sie automatisch mehr oder weniger eine 50-50-Polarisation erzeugen und dann können solche sozialen Medien tatsächlich unter Umständen den Ausschlag geben. Sie sind also nicht so wirkungsvoll, dass sie jeden von uns den Kopf verdrehen könnten, aber doch wirkungsvoll genug, dass sie unter Umständen das Zünglein an der Waage sein könnten. Wir wissen, dass große Internetkonzerne Experimente machen mit Hunderten von Tausenden von Individuen. Es hat auch einen entrüsteten Aufschrei gegeben gegen die emotionale Manipulation, die Facebook durchgeführt hat. Was jetzt, glaube ich, in der Perspektive besonders gefährlich ist, ist, dass mehrere verschiedene technologische Entwicklungen, die alle sehr powerful sind, miteinander zusammentreffen. Das ist nämlich einerseits Big Data mit künstlicher Intelligenz, mit Verhaltensökonomie, Stichwort Nudging und Psychologie und viele Dinge, die man aus der Werbung kennen, die werden jetzt eben letzten Endes auch politisch eingesetzt. Insbesondere eben die subliminale Beeinflussung, das heißt die unterbewusste Beeinflussung. Und die wird jetzt dadurch möglich, dass man über uns Bürger, Wähler, Individuen, Kunden sehr viel weiß. Es sind über jeden von uns Daten gesammelt worden. Und das heißt, dass mit 300 Facebook-Likes im Grunde genommen wir durchschaubarer werden als unsere Freunde und Partner uns kennen und auch wir uns selber. Ob das einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält, das muss man noch sehen. Aber die Reise geht letzten Endes dahin, dass tatsächlich die Nachrichten, die wir empfangen, uns maßgeschneidert werden. Und dass wir wirklich subtil manipuliert werden auf eine Art und Weise, wie das normalerweise nur unsere Freunde kennen. Also wir als Menschen schützen uns ja dadurch, dass wir die Freunde, die wir haben, sehr vorsichtig auswählen und nur denen offenbaren wir uns. Nun ist es eigentlich so weit gekommen, dass über all die Datenspuren, die wir hinterlassen, wir durchschaubar geworden sind eigentlich für Algorithmen. Und wir wissen, dass diese Algorithmen immer schlauer werden. Die Reise geht hin zu superintelligenten Systemen. Das sind wir noch nicht, aber wenn es um politische Maßnahmen geht, dann muss man tatsächlich eben sich klar machen, die Manipulationsfähigkeit wird irgendwann den Punkt erreichen, wie wirklich die geschicktesten Menschen uns manipulieren können. Die Frage ist, können wir uns dem ausreichend entziehen? Als der Buchdruck erfunden wurde, wissen wir, dass es zunächst einmal einen 30-jährigen Krieg gab. Nach der Erfindung des Radios, Volksempfänger, dann kam der Nationalsozialismus auf. Also Massenmedien sind natürlich eine Basis für Propaganda. Und die Frage ist, wie groß ist das Problem, das wir haben? Nun wird viel diskutiert über neue Phänomene wie Shitstorms, Fake News, und auch letzten Endes die Fact-Free Society. Und das zeigt, dass wir tatsächlich ein Problem haben. In dem Moment, wo die Nachrichten, die wir lesen, in Internetzeitungen auch zunehmend personalisiert werden und wir unter demselben Internetlink unterschiedliche Überschriften, Bilder, Nachrichten kommuniziert bekommen, in dem Moment fehlt uns eigentlich die gemeinsame Faktenbasis. Wir sprechen nicht mehr über dasselbe und ich glaube, das kann tatsächlich am Ende zu einer Disorientierung führen und das kann verwendet werden in einem internationalen Desinformationskrieg
wenn wir, Stichwort Russland zum Beispiel, aber nicht nur, offensichtlich auch im Gange ist. Das heißt, ich denke schon, hier ist ein Handlungsbedarf vorhanden. Der Ansatz scheint mir zu sein, Rechte und Pflichten für Roboter, wie das die EU im Moment auf den Weg bringt. Denn in dem Moment, wo Computersysteme, Algorithmen, Roboter Fähigkeiten haben, die die menschlichen Fähigkeiten möglicherweise übertreffen oder sich zumindest ihnen annähern, dann muss man schon fordern, dass die ähnliche Pflichten haben. Und die Kennzeichnungspflicht würde sozusagen der Ausweispflicht, der Identität entsprechen. Aber auch das Stichwort Accountability ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, wichtig. Ist aber nicht die einzige Maßnahme, die man versuchen kann. Reputationssysteme wären denkbar, Messverfahren wären denkbar. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist aus diesen personalisierten Filterblasen in Echokammern auszubrechen. Und dafür braucht es eigentlich eine pluralistische Sicht auf die Welt. Das heißt, man muss eigentlich dahin kommen, dass nicht Google entscheidet, wie wir die Welt sehen, mit Algorithmen, die von Google ausgewählt werden, und das gleiche bei Facebook und allen anderen Plattformen, sondern dass wir in der Lage sind, tatsächlich bewusst verschiedene Perspektiven einzunehmen und dann ein Gesamtbild zu bekommen. Ich glaube, nur so kann man letzten Endes diese Digital Literacy, diese digitale Aufklärung, die wir brauchen, auch ermöglichen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Helbing. Es war schon fast ein Schlusswort, aber davon trennen uns noch 45 Minuten. Aber vielen Dank dafür nochmal auch, die von Herrn Neumann aufgemachte Diskussion. Ist es nicht eigentlich immer nur eine Fortführung von Manipulationsprozessen mit unterschiedlichen Techniken und damit sozusagen Social Bots ein another brick in the wall, sozusagen ein weiterer Stein, ein weiterer Baustein? Oder kommt vielleicht jetzt auch durch Intelligenz, Künstliche Intelligenz eine neue Qualität rein? Sie haben ja recht schön beschrieben, auf welcher Basis ein solcher Prozess stattfinden könnte, über die Individualisierung, über das Verlorengehen einer gemeinsamen Faktenbasis und der Notwendigkeit, dann mit einem Metablick das Ganze wieder zusammenzuführen. Meine Damen und Herren Experten, ich weiß, Herr Ritz, Sie sind dran. Ich wollte jetzt einfach nur fragen, die Überleitung ist einfach zu schön in die nächsten beiden Blöcke. Ich habe sie aber auch aufgeschrieben. Es ist nur eine kleine Interruption. Was wird passieren, was ist erwartbar in dem Feld der Social Bots und dann natürlich, was sind Eindämmungs-, was sind Abwehrmechanismen? Ein paar Punkte wurden jetzt auch schon angesprochen. Ich möchte bloß unseren beiden statementgebenden Experten hier auch die Gelegenheit geben, dies zu tun, und würde es zunächst einmal machen mit Herrn Benedikt Walter. Er ist freier Journalist, schreibt und arbeitet sehr oft zum Thema Social Bots, und erst gestern, er sagt, es ist eine Wiederholung, die praktisch auf Heavy Rotation läuft, auf Phoenix, zu der Frage, wie wird im Netz getäuscht? Und vielleicht können Sie mal einen kleinen Ausblick geben, was Sie zum Thema Social Bots für die nächsten Jahre, vielleicht auch mit Blick auf Wahlen, erwarten. Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben, glaube ich, 3/4 meines vorbereiteten Vortrags schon besprochen. Deswegen werde ich uns all dies ersparen, das zu wiederholen. Taucht direkt da ein, wo es potenziell hingeht. Ich bin in einer etwas ungewohnten Situation für mich als Journalist. Bin ich eigentlich derjenige, der mit Ihnen spricht, Ihre Meinung erfragt, hinterfragt und möglicherweise auch verbreitet. Wir sitzen ja Anfang 2017 hier. Es wird uns alle interessieren, wie geht die Bundestagswahl nicht nur aus, sondern wie wird sich der Wahlkampf dahingehend gestalten und werden Social Bots eine Rolle spielen? Ich werde das aus meiner laienhaften Sicht mit einem ganz knappen Ja beantworten. Social Bots werden auf alle Fälle zum Einsatz kommen. Ich habe mich im letzten Jahr mit einem Social Bot, Verkäufer würde sich gerne nicht nennen lassen, sondern eher Vermittler, unterhalten. Das ist natürlich nur eine einzige Quelle. Als Journalist das zu verbreiten, ist schwierig. Deswegen sage ich das auch vorweg. Er sagt aber zu seinem Kundenstamm von Leuten, die bei ihm Bots und auch andere manipulative Techniken in den sozialen Netzwerken gekauft haben, gehören ganz klar rechte Parteien. Welche dazugehören, sagt er nicht. Selber haben wir recherchiert, dass im Umfeld der AfD Menschen, die die AfD gut finden, Social Bots einsetzen und auch andere manipulative Mittel, um in den sozialen Netzwerken Einfluss zu nehmen. Die AfD selber hat sich im Herbst mal hier, mal hot dazu geäußert. Momentan sind sie auf dem Standpunkt, sowas setzen wir nicht ein. Ich würde sagen,
keine Partei wird das jemals offen zugeben, aber keine Partei, auch keine, die im Bundestag bereits anwesend ist, kann ausschließen, dass Leute, die zu ihnen halten, die sie gut finden, in ihrem Sinne denkend Social Bots einsetzen werden. Welche Folge die haben werden, das haben wir jetzt zu Genüge diskutiert, wissen wir alle nicht. Die Doku, die ich im letzten Jahr zu dem Thema gemacht habe, wurde gerade angesprochen. Und da ist, glaube ich, ein kleiner Punkt gewesen, der uns ein bisschen in die Zukunft blicken lässt. Denn wir haben jetzt ganz viel über die Bots gesprochen, die vor allen Dingen nur bei Twitter, Sie haben es angesprochen, Frau Weber, wir haben fast nur zu Twitter-Daten, massenhaft Hashtags fluten. Nun sind wir nicht mehr Anfang der Syrien-Krise, wo sowas noch funktioniert hat, wo die syrische Regierung die Stimmen der Opposition bei Twitter durch Hashtag-Flutungen verstummen lassen konnten, zumindest für kurze Zeit. Wir haben 2017. Da kann man Filter ansetzen, da kann man sagen, wir wollen diese Sachen eigentlich nicht mehr hören. Und dann kriegt man auch nur noch die Sachen von den Menschen, von denen man was hören möchte. Ich glaube, die Bots, die Einfluss nehmen können, treten gar nicht gar nicht so großer Zahl auf. Einer der Bots, den Herr Professor Hegelich in Zusammenarbeit mit uns oder für uns, und ich bin dann derjenige gewesen, der geguckt hat, was dahinter steckte, gefunden hat, war ein Like-Bot bei Facebook. Der hat 10.000-fach, korrigiere mich, 30.000-fach Likes bei Facebook gesetzt auf Seiten aus dem rechtsradikalen, rechtskonservativen Bereich, Pegida, AfD, auch ins Ausland gehend, alles, was dazu gesetzt, und hat dadurch eine Blase geschaffen, die die Welt von AfD und Pegida bei Facebook unglaublich erfolgreich hat aussehen lassen, unglaublich mächtig, stimmungsvoll hat aussehen lassen und die dazu geführt hat, dass die Facebook-Algorithmen ganz stark beeinflusst wurden. Wenn man sich als, nicht mal als Sympathisant, sondern einfach als einfach interessierter Mensch, der vielleicht mit Angela Merkels Asylpolitik unzufrieden ist, sich in diesem Bereich begeben hat, da vielleicht eine, zwei Seiten geliked hat, Kommentare abgegeben hat, hat das dazu geführt, dass die Facebook-Algorithmen einem, weil man sich in dieses Netzwerk begeben hat, unglaublich viel mehr als unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre, Informationen aus diesem Netzwerk zugespült hat und man viel mehr mit rechtskonservativen, rechtsradikalen, wie man es immer auch bezeichnen möchte, Inhalten versorgt wurde. Zumindest wenn man, wie die meisten Leute es tun, nicht sagt, ich möchte die allerjüngsten Beiträge in meinem Facebook-Feed sehen, sondern ich möchte die kuratierte, vom Facebook-Algorithmus kuratierte Auswahl sehen. Auch das ist ein Social-Bot. Und ich glaube, das waren keine drei, die du da gefunden hast. Und die haben trotzdem eine wahnsinnige Wirkung gehabt. Dann gab es natürlich noch den einen, den Herr Professor Pfeffer eben angesprochen hat, ein echter Mensch, erwerbsunfähiger, N50er Mensch aus Erfurt, der nichts anderes zu Hause getan hat, als Kommentare geschrieben hat und Posts abgesetzt hat, in einem Umfang, dass die Suchalgorithmen getriggert wurden von Professor Hegelich und gesagt haben, das kann kein Mensch sein, das ist ein Bot. Und der hatte auch unglaubliche Wirkung. Also es gibt diese Menschen da draußen, die wie Bots agieren. Und Facebook hat da kein Interesse dran, die Leute rauszuschmeißen, weil Facebooks Interesse ist, dass wir so lange wie möglich bei Facebook sind, um dann irgendwann auch mal auf eine der Werbungen zu klicken, die Facebook uns schaltet. Und das Gleiche ist bei Twitter in einem deutlich eingeschränkteren Maße der Fall, aber auch bei Twitter werden am inzwischen ja kuratiert die Highlights der letzten 20 Stunden, die man vielleicht nicht online war, angezeigt. Und solche Interessen verfolgen ja auch andere soziale Netzwerke. Wie kann man dem vorgreifen? Ich verwehre mich dagegen, das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung und keine Meinung der Sender, für die ich jemals gearbeitet habe, da mit Gesetzen vorwegzugreifen, weil ich glaube, die Gesetze sind alle da, indem man Meinungsmanipulationen, Rufmord und so weiter und so fort eindämmen kann. Ich finde, das Wichtigste ist, und damit komme ich jetzt zum Schluss, ist es, für Aufklärung zu sorgen und eben nicht nur bei Schülern an der Schule zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sie wissen, wie sie in sozialen Netzwerken umgehen, sondern auch bei Erwachsenen. Das ist auch ein ganz dringender Aufruf an meine eigene Zunft. Spiegel Online hat letzte Woche etwas sehr Beeindruckendes, war immer noch sehr kompliziert, aber immerhin mein erster Schritt gewagt und hat eine Liste gemacht, wie kann ich rausfinden, ob ich gerade mit einem Social-Bot kommuniziere. Das waren, glaube ich, immer noch 10 Punkte, die man beachten musste. Aber immerhin hat man jetzt mal ein Tool, um zu sagen, diese Punkte kann ich durchgehen, um zu schauen, ob das oder der oder die, mit dem ich gerade glaube, zu kommunizieren, wirklich ein echter Mensch ist oder nicht. Danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Walter. Das leitet auch bruchfrei über an unseren dritten Experten mit einem Statement. Es ist Dr. Grimme von der Universität Münster. Er ist Informatiker und er ist an einem Projekt beteiligt zur Erkennung und Bekämpfung verdeckter Propagandaangriffe in sozialen Medien.
Herr Dr. Grimmel, wie kann man sich vor diesen ganzen Phänomenen Social Bots schützen? Ist das eine technische Filterfrage oder ist es ein größerer Kontext? Naja, wenn ich das jetzt alles schon wüsste, wäre sozusagen die Hälfte der Probleme schon gelöst. Das Problem ist eben, wir stehen noch sehr am Anfang, und das haben wir auch hier in der Diskussion schon mitgekriegt, dass wir noch sehr am Anfang der Überlegungen stehen, wie man so etwas auch technisch nachweisen kann. Und dieses technische Nachweisen ist natürlich auch nur eine Komponente von dem, was man dann hinterher zur Abwehr tun kann. Ich wurde ja gebeten, quasi zu beiden Themen was zu sagen, also zu der Erkennung und zu der Enttarnung. Und vielleicht sage ich erstmal was zu der Erkennung, und das wird sich jetzt auf einem relativ hohen Level bewegen, weil, wie gesagt, wir sind halt technisch noch nicht so weit, dass wir das alles können. Das Ziel der Erkennung von Social Bots muss es aber aus meiner Sicht sein, ganz verschiedene Indizien, und wir haben ja heute auch schon über ein paar Indizien gesprochen, mit denen man quasi Social Bots identifizieren kann, diese auch auf ganz verschiedenen Ebenen der sozialen Medien zu nutzen und zur Identifikation zu nutzen. Und aus dieser Analyse sollen dann hinterher Muster zum möglichst sicheren Nachweis von Social Bots erstellt werden. Und dabei müssen aus unserer Sicht sowohl die Inhalte als auch die Metadaten in zeitlicher wie räumlicher Dimension erfasst werden. Wir sollten uns dessen halt auch immer bewusst sein, kann immer nur zu einer vielleicht wünschenswert recht hohen Wahrscheinlichkeit führen, dass wir einen Social Bot erkennen oder auch nicht. Also die sollte möglichst gering sein. Ganz konkret und vielleicht kurzfristig wichtig ist in einem ersten Schritt die praktische Herausforderung, bei der Erstellung und dem Betrieb solcher agierender Social Bots zu verstehen. Denn das kann uns zwei wichtige erste Abschätzungen liefern. Die erste Abschätzung ist sozusagen, kann uns zeigen, in welchem Rahmen solche Social Bots überhaupt handeln können, vielleicht auch zukünftig handeln können. Und auf der anderen Seite gibt es uns einen Einblick in den technischen Aufwand und ob es sich überhaupt lohnt, solche Social Bots zu bauen oder auch nicht. Und damit vielleicht auch auf das Gefahrenpotenzial zurückzuschließen. Ja, also wenn es unglaublich aufwendig ist, Social Bots zu bauen, damit sie unglaublich intelligent sind, damit ich überhaupt Einfluss nehmen kann, ist halt die Frage, lohnt sich das auch aus wirtschaftlicher oder aus Interessenssicht überhaupt, diesen Aufwand zu treiben. So können dann auch empirische Einsichten und Indikatoren in einem zweiten Schritt für die Erkennung abgeleitet werden. Und ich will vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass unser Projekt Popstop, so heißt das in kurz, damit ich mir den langen Namen nicht mehr merken muss, auch hier bereits durch die Umsetzung eines experimentellen, wohlgemerkt Social-Bot-Netzwerks aktiv war, um dann auch mal zu sehen, was die tatsächlichen Herausforderungen sind, nämlich genau diese beiden Punkte, die ich genannt habe. Was die Handlungsfelder und die Möglichkeiten zur Verhinderung angeht, wurde hier ja schon einiges diskutiert, und im Thesenpapier, das ja auch allen vorliegt, wird ja auch viel genannt. Aus meiner Sicht sind die Handlungsvorschläge interessant und sind auch wichtig, sie abzuwägen, aber sie sollten auf ihre Realitätsnähe und Umsetzbarkeit geprüft werden. Ebenso wie verschiedene Vorschläge auch von politischer Seite. Dazu möchte ich vielleicht noch drei weitere Thesen formulieren, die im Grunde einiges der Thesen auch aufgreifen, die wir haben, die wir schon vorliegen haben. Es wurde von dem Aufbau von Parallelstrukturen gesprochen, auch in diesen Thesen, als eine Möglichkeit zur Verhinderung von Social Bots, nämlich insbesondere die Erwartung eines sogenannten Second Internet aus einer kostenpflichtigen Umgebung zur botfreien Kommunikation. Und aus meiner Sicht widerspricht das insbesondere der bisher beobachteten Realität. Ganz plakativ ausgedrückt, Änderungen des Internets geschehen gewöhnlicherweise im Internet und nicht durch externe Einflüsse oder Festlegungen. Eine parallele, weitgehend geschlossene und zudem kostenpflichtige Umgebung widerspricht vielen grundlegenden Ideen, die das Internet und die existierenden Nutzungs- und Geschäftsmodelle stark gemacht haben, nämlich zum Beispiel die Unbeschränktheit, die Offenheit, die Anonymität und zumindest die gefühlte Kostenlosigkeit. Anderer Punkt hatten wir auch schon gerade angesprochen, möchte ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil das meiste diskutiert wurde, sind Gesetze und Vorschriften auf
insbesondere nationaler Ebene, sind aus meiner Sicht weitgehend wirkungslos, insbesondere gegen den verdeckten Einsatz von Social Bots. Ja. Initiativen wie zum Beispiel das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat 2016 oder auch eingebracht hat, können aus meiner Sicht begrenzt abschreckend wirken. Und sie können auch gegebenenfalls das, was Herr Walter gerade gesagt hat, das Geschäftsmodell von Leuten, die Social Bots verkaufen oder anbieten zur Nutzung, zerstören. Aber diese Verbote setzen erstmal voraus, dass ich zweifelsfrei nachweisen kann, und das zwar auch gerichtsfest, was Social Bots sind, und dass sich der Betreiber überhaupt in der juristischen Einflusssphäre befindet. Und das ist vollkommen unnötig, ja, sich in dieser Sphäre aufzuhalten. Und was die Transparenz angeht, die Anzeigepflicht, glaube ich, dass das schwer zu implementieren ist. Gerade der Einsatz verdeckter Bots steht dem ja diametral entgegen. Ich meine, das Wort verdeckt sagt ja schon, dass es eben nicht gekennzeichnet ist. Wenn sie offen eingesetzt werden, kann man sie kennzeichnen. Das spricht aus meiner Sicht nichts gegen. Der verdeckte Einsatz ist schlicht schwer durchsetzbar. Und auch der Aspekt, der gerade schon aufgebracht wurde, dass nämlich die Kennzeichnungspflicht im Umkehrschluss eigentlich eine gefühlte Sicherheit vor Social Bots suggeriert, die, und da so ehrlich müssen wir dann vielleicht auch sein, bisher nicht technisch erfüllbar ist. Eine dritte These noch, die in den Thesen angesprochene Aspekte von Ethik der Algorithmen, also was den Ausweiszwang, das Urheberprinzip, die Markierungspflicht, die Rechenschaftspflicht und die Sozialverträglichkeitsprüfung angeht, erscheinen mir zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht besonders zielführend. Neben einer Klärung des Begriffes des Algorithmus, man muss vielleicht entschuldigen, dass ich Informatiker bin und den Begriff Algorithmus sehr speziell verstehe, wäre vor allem festzulegen, welche Algorithmen der Ausweispflicht und der Rechenschaftspflicht unterliegen und welche nicht. Informationstechnisch betrachtet sind Algorithmen nämlich, zumindest aus meiner Sicht, erstmal abstrakt formulierte, weitgehend mathematische Beschreibungen von Abläufen und Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Habe ich weitgehend aus Wikipedia kopiert, stimmt aber auch soweit. Informatiker tun sich ja immer schwer, sowas dann vernünftig zu formulieren in Worten. Der ebenfalls verwendete Begriff der Sozialprognose eines Algorithmus ist nach obiger Definition aus meiner Sicht relativ ungeeignet. Denn wer erstellt jetzt die Sozialprognose für einen Algorithmus? Auf welcher Wissensbasis passiert das? Und unter welchen Annahmen? Und wer definiert die Grenzwerte für Gefährlichkeit? Jetzt habe ich relativ viel Kritik geäußert und vielleicht abschließend noch etwas versöhnlich. Ein Vorschlag von meiner Seite, wie man kurzfristig, aber dann auch mittel- und langfristig eine Perspektive aufzeigen könnte. Und da stoße ich im Prinzip in die gleiche Richtung, wie das jetzt schon vielfach getan wurde, nämlich in Richtung Aufklärung und Bildung. Aufklärung ist aus meiner Sicht ein zentraler und auch sehr kurzfristiger, eine sehr kurzfristige Möglichkeit, Sensibilisierung von Einflussmöglichkeiten von Social Bots in der Gesellschaft klarzumachen. Viele Journalisten, viele Politiker, viele Behörden, viele Wissenschaftler, nicht zuletzt auch unser Projekt, muss ich jetzt erwähnen, sind da schon relativ aktiv. Das sieht man auch an dieser Diskussion, die hier jetzt gerade stattfindet. Ich glaube auch, dass zielgerichtete Demonstrationen von den Möglichkeiten zum besseren Verständnis beitragen können, weil wir unterhalten uns ganz oft sehr theoretisch über diese Dinge, aber wenn wir einfach mal sehen, was geht und was nicht geht und was das vielleicht auch im harmlosen Bereich für Einfluss haben kann, kann man vielleicht auch leichter denken, was es im nicht so harmlosen Bereich für Einflüsse haben kann. Und der zweite Punkt ist die Bildung. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige und wenn nicht die zentrale mittel- und langfristige politische Handlungsperspektive. Insbesondere ich als Informatiker bin da etwas sensibel, denkt man vielleicht erstmal nicht, aber das Ziel ist dabei aus meiner Sicht die Verbesserung der informationstechnischen Grundbildung in der Gesellschaft. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass es ausreicht, Medienkompetenz dadurch herzustellen, dass man quasi Leuten Handys, Tablets und Social Media in die Hände gibt und ihnen erklärt, was man da alles Tolles mit machen kann. Und auf der anderen Seite sie mit Sozialkompetenz ausstattet.
Aus meiner Sicht ist ein zentraler Aspekt ebenso die Kenntnis grundlegender Zusammenhänge von Systemen wie dem Internet. Und dieses Internet durchzieht inzwischen alle unsere Lebensbereiche. Und vielleicht sollte man auch davon einige Grundlagen verstehen können. Ja, ich plädiere nicht dafür, dass jeder ab der Grundschule Informatikunterricht bekommt. Aber ich glaube, dass Informatik ebenso wichtig wie viele andere Fächer, Physik, das uns das System unseres Universums erklärt, oder das System Universum, Religion, selbst Religion erklärt uns ein System, nämlich das System der Religion. Und die Informatik könnte uns genauso das System Internet im weitesten Sinne, technische Zusammenhänge, die uns im Internet begegnen, erklären, wenn wir es denn nur mal in den Bildungskanon aufnehmen würden. Das war alles von meiner Seite. Ich danke Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde dann auch gleich ansetzen wieder mit der Rednerliste, die noch vor diesen Punkten war. Ich habe auch gesehen, es gibt einige Meldungen, die nochmal bestätigt wurden. Herr Reetz, wenn es sozusagen für Sie in Ordnung ist, dass Sie den Anfang machen. Wunderbar, dann danach bitte Herr Kossol, Herr Janetzko und so weiter. Ich habe es aufgeschrieben. Ja, Norbert Reetz von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich bin dort beauftragt mit Foresight, strategischer Vorausschau. Das heißt, ich schaue nicht nur bis zur Bundestagswahl und ich schaue nicht nur heute, sondern uns geht es darum, sozusagen zu schauen, wo geht das hin? Das korrespondiert sehr mit der Fragestellung Potenzialität. Also wir entwickeln Szenarien explorativer Art und dann versuchen wir, normative Methoden anzuwenden und fragen uns, welche Zukunft wollen wir denn? Wie soll denn unsere Zukunft aussehen? Wie bauen wir die denn? Und wenn wir das gestalten wollen, müssen wir jetzt ansetzen. Insofern bin ich anders als Herr Neumann sehr froh darüber, dass so eine Resonanz hier da ist und dass diese Debatte jetzt begonnen hat, weil Social Bots sind im Grunde nichts anderes als ein Teilaspekt dieser Veränderung der Lebensverhältnisse, der Transformation der Lebensverhältnisse, der Digitalisierung. Und da bin ich dann wieder der gleichen Meinung wie auch Herr Neumann. Es ist ein Symptom. Also wir sind jetzt in der Phase, wo es erst einmal darum geht, diese Symptome im Einzelnen zu deuten, um dann das Phänomen zu verstehen. Also ganz nebenbei, die EU hat jetzt eine Taskforce eingerichtet gegen Desinformation, weil sie dem Ganzen nicht mehr Herr geworden sind. Und jetzt kann man sozusagen auf der Webseite rot markierte Falschnachrichten und Falschmeldungen verfolgen. Das ist auch ein Symptom, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und ich glaube, da würde ich gerne den Bogen zurückschlagen zu Frau Lips und auch Herrn Nägelich am Anfang. Das ist jetzt eine Phase der Diskussion. Und die Diskussion und die Debatte hat erst begonnen. Ich glaube, das Problem ist sehr groß. Es ist so groß, dass man es nicht nur mit den Mitteln der Informatik verstehen kann, sondern das ist eine Herausforderung für alle Disziplinen. Ich selbst bin Sozialwissenschaftler, Kriminologe genau gesagt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Wirkungen, wenn sie denn beschrieben sind, nicht technischer Natur sind, sondern dass sie im sozialen Handlungsraum die Wirkungen sich entfalten. Und hier geht es um nichts weniger als die Simulation einer sozialen Interaktion. Die Simulation einer sozialen Interaktion, bei der man nicht mal weiß, wer ist auf der anderen Seite? Und insofern hinkt der Vergleich. Ich habe Josef Weizenbaum auch gelesen und Eliza, der Bot aus den 60er Jahren, ist was ganz anderes als das, was 2020 uns erwartet. Hier geht es um kognitive Systeme, um KI, um hochleistungsfähige Algorithmen. Ich habe natürlich nicht den Begriff der Informatiker von Algorithmus, aber für mich ist das ein Programmcode, der geschrieben wird von verantwortlichen Leuten, den man auch manipulieren kann, wo es sozusagen alle möglichen Formen von Social Bots gibt. Und darauf möchte ich gerne Einfluss nehmen, oder darauf sollten wir Einfluss nehmen. Aber
Ich würde mal sagen, nach meiner Lagebeurteilung sind wir im Augenblick in der Phase des Verstehens. Wir müssen erst mal verstehen, bevor wir dann über normative Folgen, Verbot, Kennzeichnung und Gesetz und Verordnung und so weiter uns unterhalten. Das ist ganz wichtig, erst einmal so eine Art Phänomenologie. Sie haben das, Frau Weber, sehr deutlich gemacht. Was gibt es denn? Like- und Schimpfbots und Spambots und tausend verschiedene Bots. Was haben die alles für Wirkungen? Diese Phänomenologie existiert noch nicht. Die Empirie hängt hinterher. Also wichtig ist, dass diese Debatte in Gang kommt, dass die Forschung sich intensiv auch über Monitoring und so weiter und Testverfahren sich dieser neuen Technologie widmet. Und dann kann man ganz anders natürlich auch Bildung und Aufklärungskampagnen und Programme auflegen, weil die braucht es allemal. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch 8 Meldungen auf der Liste und 20 Minuten. Ich würde mal behaupten, das wird schon ein bisschen knapp. Also haben Sie bitte Verständnis, Herr Strohmeier, ich habe Sie noch draufgeschrieben. Kurze Antworten oder Einschätzungen bitte, damit möglichst noch alle von Ihnen zu Gehör kommen. Der nächste Experte, der jetzt auf meiner Liste steht, ist Herr Kossol. Kurz würde ich auch sagen, woher Sie kommen. Ja, vielen Dank. Ulf Kossol, hier heute in Form als Vertreter des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, Fokusgruppe Social Media, im wahren Leben bei der T-Systems im Wirtschaftsbereich Social Media, Social Business unterwegs. Zunächst einmal möchte ich sagen, und ich freue mich sehr, dass wir einen großen gemeinsamen Nenner anscheinend gefunden haben. Es geht um Kompetenz, vielschichtige Kompetenz. Da freue ich mich als Vater einer 11-jährigen Tochter drüber, aber auch als Mitglied eines Freundeskreises, wo ich auch stellenweise feststelle, da ist noch Luft nach oben, was das Thema angeht. Vor meiner Zeit in diesem Geschäft war ich bei der Bundeswehr und wir haben ja ganz viele Militärbegriffe heute gehört. Bot-Armeen, Waffen und so weiter. Und es ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, das mal miteinander zu vergleichen. Weil was da heute draußen passiert, während wir hier sitzen und über die ersten Folgen diskutieren, das ist ja primitiv Pfeil und Bogen, möchte ich das mal nennen. Das, was da an der Oberfläche gerade ist. Und jetzt sollten wir die Chance nutzen und deswegen begrüße ich auch die Initiative der Technikfolgenabschätzung, in die Zukunft zu gucken, um auch mal zu prognostizieren, was passiert denn da in den nächsten Jahren, und zwar intensiv die Zeit nutzen, weil wir haben im Gegensatz zur Militärhistorie jetzt nicht Jahrhunderte Zeit, um bis zur Atombombe zu warten, sondern nur noch einige Monate, bis das in eine ganz andere Dimension annimmt, mit kognitiver Intelligenz und all solchen Dingen. Insofern bitte weiter so, viele solche Runden. Und mehr Zeit beim nächsten Mal. Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz herzlich und würde gleich an Ihren Nachbarn übergeben, Herrn Professor Janetzko. Ja, danke. Dietmar Janetzko ist mein Name. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Cologne Business School. Ich wollte mal den Blick auf das Umfeld von Social Bots lenken, und dazu gehören eben auch die Menschen. Und dann auch zur Sprache bringen, wie beispielsweise meine Studierende auf solche und ähnliche Dinge reagieren. Vor 2 Jahren habe ich das Thema Betrug in sozialen Medien vorgestellt. Da waren alle bass erstaunt und hatten gar nicht damit gerechnet, dass es sowas gibt. Ein Jahr später habe ich dann bestimmte Agenturen vorgestellt, wo man gegen Geld, die einfach vermittelnde Dienste leisten. Und da kann, Fiverr heißt so eine typische Firma, weil man pro Message ein Fiverr bekommt. Und habe dann eine moralische Entrüstung erwartet seit meiner Studierenden. Stattdessen kam die Frage, wo kann man das denn machen? Die wollten einfach, die waren also ohne dass ich irgendwie, ich habe das nur erwähnt, und die waren einfach bereit, da mitzumachen, und zwar auf der Seite der Fälscher. Also das heißt, und das waren alles Leute, die sozusagen Leuten, die in der populären Presse als Digital Natives bezeichnet werden. Ja? Denen fehlt es also gar nicht an sozialer Bildung. Denen fehlt es vielleicht an Persönlichkeitsbildung, das ja. Aber die konnten alle wunderbar mit sozialen Medien umgehen. Und trotzdem wären sie also ohne weiteres Teil dieses Betrugssystems geworden. Ja? Diese Social Bots, das ist eben nur ein Aspekt der ganzen Problematik. Dazu gehören viele andere Aspekte. Peter Welchering hat das mal, ich weiß nicht, ob der hier ist, habt ihr auf der Liste gesehen, der hat das mal in Computer und Kommunikation als Politik 4.0 genannt. Und Bots sind dann nur ein Beispiel. Dazu gehören eben auch Trolle. Und wer mal ein bisschen die Invasion der Russen auf der Krim beobachtet hat, beziehungsweise sich dann die sozialen Medien angeschaut hat,
der wird sich noch erinnern, wie viele Trolle damals unterwegs waren. Also ich habe das mal auf dem Guardian-Blog verfolgt, da waren unglaublich viele Trolle unterwegs. Und wenn jetzt eine Kennzeichnungspflicht für Bots kommt, dann gibt es eben Ausweichbewegungen. Also abgesehen von den ganzen Problemen, die ich hier nicht nochmal wiederholen möchte, wird es mit Sicherheit dann auch Ausweichbewegungen geben, die eben nicht von dem wie auch immer gefassten Gesetz gefasst werden können. Ja, danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Janetzko. Herr Wenzel, Politik Digital. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal den Fokus auch auf eine andere Frage legen, die mir hier ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich die der Interessen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, noch mal herauszufinden, wer setzt warum Social Bots ein. Und wir haben jetzt die Wirtschaft gehört, klar, also um irgendwelche vielleicht Börsen zu manipulieren. Wir haben was über das Individuum gehört, der dann vielleicht politisch gesteuert ist. Wir vermuten, dass das maßgeblich alles ganz rechts und sehr weit rechts stattfindet. Wir haben die Politik heute hier sitzen. Wir sitzen in einem Haus des Deutschen Bundestags, in einem Ausschuss, in einem Expertenausschuss. Und Herr Walter hat es eben sehr richtig meiner Meinung nach angesprochen. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und wir sind uns nicht sicher, was die Parteien dort machen werden. Da brauchen wir keine Gesetze, sondern wir müssen schauen, ob ihre Spin-Doktoren, die jetzt dort schon in den Parteizentralen sitzen, genau über diese Themen reden, wie sie Bots einsetzen werden. Und das wird für mich, also das ist mehr als dann der Sündenfall, ja, um dann auch mal dieser ganzen Geschichte noch mal Herr zu werden. Bitte? Da gibt es klare Aussagen, ja, aber es gibt... Von allen Parteien... Ja, aber es gibt aber auch die AfD, da gibt es widersprüchliche Aussagen und es gibt klare Aussagen, aber es wird trotzdem interessant sein, ob das wirklich so sein wird und vielleicht wird der Herr Hegelich da noch was im Nachhinein dann in der Auswertung dann wirklich herausfinden. Ich finde nur, wir müssen davon ausgehen, dass das Thema irgendwann fallen wird, ja, und es wird vielleicht noch nicht bei dieser Bundestagswahl sein. Wir müssen dann auch darüber reden, sind Social Bots nur schlecht? Gibt es auch gute Social Bots? Was ist denn mit den Bots, die ich einsetze, um zum Beispiel Falschmeldungen, die wirklich verifiziert sind, die in sozialen Netzwerken diskutiert werden und dann auch mit Social Bots dort diskutiert werden und verbreitet werden, durch andere Social Bots zu bekämpfen? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wer richtet denn dann darüber zu sagen, die einen sind gut, die anderen sind schlecht? Also da gibt es noch eine ganze Menge an Fragen, die sich mir dort öffnen und hoffentlich Ihnen auch. Deswegen auch mein Statement, mein abschließendes Finger weg von den Gesetzen. Lieber nochmal tief in sich reinschauen. Was können wir selbst tun? Wie können wir mit gutem Vorbild vorangehen? Gibt es sowas wie ein Code of Conduct vielleicht unter den Parteien auch, unter allen Parteien? Kann man so etwas aufsetzen? Das wäre etwas, was ich empfehlen würde. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat, es gab ja die Diskussion, wie die Parteienlandschaft darauf reagiert. Nach meinem Dafürhalten haben sich die im Bundestag vertretenen Parteien tatsächlich also sehr deutlich dagegen positioniert. Was natürlich mit Kleinstparteien passiert, weiß man nicht. Ich weiß, aber ich habe jetzt erstmal Herrn Professor Quandt auf der Redeliste. Bitte sehr. Und kurz die Institution, bitte. Ja, Thorsten Quandt, Universität Münster, dort ein Lehrstuhl für Online-Kommunikation und bin auch in dem Projekt, was Kollege Grimme vorgestellt hat. Ich versuche einen relativ komplizierten Gedankengang kurz zusammenzufassen. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Und der Gedankengang fängt damit an, dass ich glaube, Bots sind nicht das Problem, sondern die soziale Nutzung von Bots. Warum sind Bots nicht das Problem? Weil es sich um relativ einfache Technologien handelt. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar geworden, wie einfach das ist. Wir haben es ja ausprobiert, die werden dann irgendwann sehr kompliziert, aber grundlegend sind das ein paar Codezeilen, wo drin steht, wenn du einen Input A kriegst, nimm irgendeinen Inhalt B aus deiner Datenbank oder irgendwo anders her und tue damit C. Wenn Sie das kennzeichnen wollen, können Sie genauso gut einen Computer kennzeichnen und sagen, der könnte Spuren von Automatisierung enthalten. Ja, also das sind Technologien, die werden eingesetzt. Auch der Computer wird ja eingesetzt, um zu kommunizieren und dann können Sie auch sagen, der ist auch Teil des Problems. Das Problem ist der soziale Einsatz dieser Bots. Wenn sie eingesetzt werden, um Öffentlichkeit zu manipulieren, Teil einer Kampagne werden,
Und wenn dahinter der Gedanke steht, dass Menschen eben anhand oder auf Basis wahrgenommener Mehrheiten operieren und sie wollen diese wahrgenommene Mehrheit verändern, das ist, glaube ich, das Grundproblem, über das wir insbesondere im politischen Rahmen reden, aber auch beispielsweise im wirtschaftlichen Rahmen, dass man plötzlich glaubt, die Wahrheit ist eine andere. Und diese Effekte, da gab es ja vorher die Frage, gibt es diese Effekte, die sind sehr gut erforscht. Also da würde ich widersprechen, dass es dazu keine Forschung gibt, da hat die Psychologie über Jahrzehnte dazu geforscht. Es gibt in meinem Fach der Kommunikationswissenschaften lange erforschtes Phänomen, die sogenannte Schweigespirale, wo man sehr gut weiß, dass Menschen auf Basis von solchen Mehrheitswahrnehmungen operieren und eben auch eine Isolationsfurcht haben. Also das ist, glaube ich, das Problem, wenn Sie anfangen, Technologien einsetzen, um eine Wahrnehmung zu fabrizieren, die eben nicht mit irgendeiner Art von Realität übereinstimmt, sondern sie letztlich eine Realität herstellen. Und ich glaube, da ist auch der Punkt, dass man dann eben nicht an der Technologie ansetzen soll, sondern logischerweise, wenn es die soziale Nutzung ist, am Sozialen. Also das heißt auch der Punkt, der vorher genannt wurde. Die Wahrnehmung müssen Sie hinterfragen und das müssen Sie den Menschen auch beibringen. Und deswegen ist Bildung, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, dass Menschen anfangen, auch solche Dinge zu hinterfragen und das nicht für bare Münze nehmen. Und es gibt immer noch ein hohes Vertrauen in Netzkommunikation und inzwischen ja ein hohes Misstrauen gegenüber den Medien. Und an der Stelle würde ich mal versuchen anzusetzen, um das den Menschen auch klarzumachen, womit sie es damit zu tun haben. Denn den allermeisten ist das eigentlich, glaube ich, gar nicht klar. Danke. Frau Weber, dazu im Anschluss. Es klingt doch wie Musik in Ihren Ohren. Ja, in der Tat. Wir freuen uns, dass das Thema digitale Bildung angekommen ist in der Gesellschaft, in der Politik. Und wie einige auch Sie vor Esken ja schon gesagt haben, es geht selbstverständlich nicht nur darum, dass man den Leuten die entsprechenden Geräte an die Hand gibt, sondern es geht da auch darum, um Medienkompetenzvermittlung. Und das gehört in jeden Lehrplan rein. Da gibt es erste Projekte, die erfolgreich laufen. Und je mehr davon, desto besser. Ich selber habe mit dem Thema zum ersten Mal in der 12. Klasse im Politikkurs zu tun gehabt. Und das finde ich recht spät. Ich war auf dem Gymnasium. Nicht jeder hat die Möglichkeit, im Gymnasium in der 12. Klasse überhaupt anzukommen. Das heißt, das muss sehr viel früher passieren. Und zwar für alle, für Junge und auch für Erwachsene. Ich wollte nur, um dem Vorwurf vielleicht vorzubeugen, dass die Branche jegliche Verantwortung irgendwie von sich weist, nur einfach nochmal die Offenheit hier signalisieren für Gespräche, sowohl über Social Bots als auch über das Phänomen Fake News. Die Debatte ist da, dem stellen wir uns und es ist in keinem Fall so, dass wir jegliche Verantwortung davon uns weisen, dass natürlich alle in der Gesellschaft da einen Anteil dran haben, dass man Phänomene, die möglicherweise schädlich sind, bekämpft und selbstverständlich auch wir. Und jetzt habe ich noch einen einzigen Punkt, da wollte ich einfach ein Augenmerk drauf setzen. Und zwar wird ja gesprochen über Maßnahmen, was macht man mit, wenn man Social Bots erkannt hat, also entweder eine Kennzeichnungspflicht oder auch eine Löschungspflicht oder ein Verbot, wie auch immer. Das Problem ist ja hier eben auch, das ist der zweite Schritt, wie erkennt man sie? Und welche Möglichkeiten hat man, sie zu erkennen? Egal wie schwer oder leicht das ist, ist das Problem ja, es muss irgendwie technologisch sich überlegt werden, wie beobachte ich da den Nutzer, damit ich erkennen kann, ob er sich wie ein Mensch verhält oder nicht. Und ich möchte nur das Augenmerk darauf richten, dass es da möglicherweise einen gewissen Interessenskonflikt zum Datenschutzrecht geben könnte. Weil ein Unternehmen ist dann in der Mitte zwischen zwei legitimen Interessen, die an ein Unternehmen herangetragen werden. Einmal die Datenschützer, die sagen, eine gewisse Anonymität der Nutzung muss möglich sein, muss ermöglicht werden. Und auf der anderen Seite die Sicherheitsexperten und diejenigen, die hier auch vor meinetwegen Meinungsmanipulation schützen wollen, die sagen, es muss aber möglich sein, das technologisch zu überwachen. Und dass das einen gewissen Clash geben kann, darauf wollte ich einfach hinweisen, dass man das in der gesamten Debatte mit einbezieht in seine Überlegungen und da ganzheitlich drauf guckt. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank auch noch auf den Hinweis, natürlich die Einbeziehung der Plattformbetreiber, nicht nur über sie zu reden, sondern auch mit ihnen zu reden. Das ist ja auch ein bisschen kontroverse Sache. Sie haben ein Spannungsfeld aufgemacht und wir haben es auch ein bisschen schon im Anklingen gehabt und in der Erarbeitung der Thesen auch immer wieder gefunden. Ruinieren Social Bots im Grunde genommen das Geschäftsmodell von solchen Plattformen oder bedingen sie es nicht eigentlich? Ich möchte die Diskussion an der Stelle gar nicht so weit aufmachen, aber es ist eigentlich eine ungeklärte Frage. Wir fragen zwei Experten, kriegen drei Meinungen zu dem Thema. Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, sicherlich auch im Sinne der Forschung. Herr Neumann, Ihre Meinung?
Ich wollte mich noch, weil ich das muss, kurz den Gedanken zur Bildung anschließen. Also wir wollen ja in den Schulen genau die Schüler hochziehen, die irgendwann mal wie wir da leben müssen in dieser Welt, wenn diese Potenzialität erreicht ist, ja, von der hier auch gerade die Rede war. Also da so früh wie möglich und mit so viel wie möglich Bildung anzusetzen, kann ich nur unterstreichen. Und wenn ich mir die Diskussion in den letzten Wochen anschaue oder Monaten, als es um das Thema Internet in Schulen ging, da habe ich ganz kurz meine Zeitmaschine noch mal kontrolliert, ob ich denn wirklich noch im richtigen Jahrhundert bin. Ich würde noch einen Gedanken kurz aufgreifen, den Herr Professor Quandt gerade genannt hatte, dass nämlich diese Socialbots eigentlich relativ primitive Technologien sind. Im Vergleich zu dem, was Herr Walter hier gerade so, da ist leider niemand mehr drauf eingegangen, deswegen mache ich das jetzt. Facebook ist keine primitive Technologie. Das ist ein relativ komplexer Algorithmus. Und diese Socialbots sind eigentlich nur der Versuch, in der Welt des Facebook-Algorithmuses bestimmte Vorteile zu erzielen oder Nachteile. Das heißt, der bestimmende Algorithmus ist nicht der Socialbot. Der bestimmende Algorithmus ist das Facebook-Universum oder das Twitter-Universum oder welches auch immer Netzwerk, in dem er sich bewegt. Und wir haben ja irgendwann mal so gedacht, also ich zumindest irgendwie, so, dass wir mit dem Internet irgendwie die Menschen zusammenbringen und dann können wir alle unser Wissen und unsere Kenntnisse und unsere Meinungen austauschen, dann vertragen wir uns. Und dann kamen irgendwann die Social Networks und haben gedacht, ey, geil, können wir machen. Lasst uns euch zwischendurch noch ein bisschen Werbung dazwischen schalten und damit Geld verdienen. Und dann wurden irgendwann diese sozialen Netzwerke so zu so einer zentralen Agora. Das Problem war nur, diese Agora wurde irgendwie zwischendurch von Privatanbietern gekauft und durch eine Shopping-Mall ersetzt. Aber ansonsten haben wir jetzt zum ersten Mal irgendwie diese Agora. Dummerweise unterliegt die aber natürlich auch den Regeln des Besitzers. Und der möchte Dinge verkaufen und möchte dafür sorgen, dass die Leute da bleiben und glücklich sind. Und dadurch entstehen diese selbstverstärkenden Systeme, die gerade auch geschildert wurden, dass man einem Bot oder sonst was folgt, ne, oder einem Nazi folgt und das soziale Netzwerk dann 20 weitere anbietet. Ja, natürlich. Also dafür sind die da. Man hat ja offenbar bekundet, dass man sich dafür interessiert. Also auch da der eigentliche Einfluss ist der des sozialen Netzwerkes, was gerade, wenn man sich diese kuratierten Feeds geben lässt, ein selbstverstärkendes System ist, in dem man in seiner Meinung und in seiner Weltsicht verstärkt wird. Und das sind die Algorithmen, die hier in der ganzen Runde kaum in Frage gestellt wurden, was mich dann auch wiederum wundert. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Erweiterung des Blickes. Ich gehe gleich weiter an Ihren rechten Nachbarn, Herr Kriegeskorte. Bitte auch eben noch mal die Institution nennen. Ja, ich bin vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden und dort aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität und komme mit einem ganz anderen Thema, weil die Frage, kann ich beeinflussen oder werde ich beeinflusst, indem ich auf Social Bots reinfalle, beziehungsweise indem ich Social Bots halt einsetze. Die Beispiele, die Sie auf Seite 10 in dem Thesenpapier finden, ist der Extrakt, ist die Abstrahierung von Ermittlungsverfahren, die laufen wegen Marktmanipulation, wegen Betrug. Dort hat es Schäden gegeben, dort gibt es Straftaten. Deswegen die Frage des Warums werden Social Bots eingesetzt, für uns relativ einfach zu beantworten. Es ist günstig, ich erreiche eine Menge an Leuten und ich kann damit sehr viel Geld verdienen. Das Problem für uns ist halt die Frage nicht der Social Bot. Der Social Bot ist das Mittel zum Zweck. Die Frage für uns ist halt letztlich, wen ziehe ich für diese Manipulation, für diesen Betrug zur Verantwortung? Das ist nicht das böse Internet, das ist nicht der Social Bot, sondern es ist irgendeine Person. Vielleicht der ihn programmiert hat, aber ganz sicher der ihn dafür bezahlt hat, dass er ihn programmiert, weil der nämlich der Nutznießer dieses Betruges oder dieser Marktmanipulation ist. So dass also die Frage, die ja eben aufkam, welches Potenzial steckt denn darin? Für uns steckt das Potenzial darin, dass Strukturen, die es jetzt schon gibt, die Kriminelle nutzen, um ihre Produkte an den Mann zu bekommen, zurzeit sehr teuer sind und für polizeiliche Ermittlungen anfällig sind, weil ich Personen habe, Menschen habe. Ich habe Callcenter, da sitzt jemand, der telefoniert, ich habe einen Raum, ich habe Leute, da kann ich reingehen, da kann ich durchsuchen, da kann ich festnehmen. Das kann ich im Internet eben nicht. Und das ist die Gefahr für uns oder das Potenzial, die Herausforderung für uns, wo wir uns die Frage stellen, wie können wir dem begegnen. Das ist jetzt weg von regulatorischen Maßnahmen, die hier gerade im Raum besprochen worden sind. Nämlich ganz einfach die Frage, wie fange ich Täter und wie überführe ich sie dann halt auch oder wie lasse ich sie überführen. Sodass also der Aspekt der Meinungsbeeinflussung und die Frage, passiert das schon und welche Auswirkungen hat das? Ja, wir haben es in diesen drei Spiegelstrichen oder diesen drei Punkten, verbergen sich eine Reihe von Ermittlungsverfahren hinten dran. Und wenn an einem Tag X ein
im Index notiertes Börsenunternehmen einen Wert Null hat, also quasi nichts wert ist in einem bestimmten Zeitpunkt, und gleichzeitig Personen einen Gewinn von mehreren Millionen Euro machen, weil sie genau auf diesen Tag X, auf diesen Punkt gewettet haben, was in Deutschland passiert ist letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, dann ist das ein Potenzial und dann ist da auch ein Schaden und dann ist da halt auch eine, dann hat ein Social Bot halt auch eine Wirkung entfaltet, die ich messen kann, indem ich halt nämlich eine Anzeige kriege, indem er mir sagt, ich bin geschädigt worden, mein Geld ist weg. Für uns ist die Frage nicht, also wir sind nicht so weit, dass wir sagen, in diesen Beispielsfällen agieren Social Bots, sondern wir sind an dem Punkt, dass wir sagen, wer sollte sonst agieren oder welche Technik wäre sonst eingesetzt worden, um diese Beeinflussung, diese massiven Beeinflussungen, die da stattgefunden haben, halt tatsächlich umzusetzen. Also ob es der eben zitierte Herr aus Thüringen ist, möchten wir halt bezweifeln, sondern das geht halt nur über Technik. Und das ist halt der Aspekt, der uns halt umtreibt, in einem ganz kleinen Feld dessen, womit sich das BKA beschäftigt, und auch in einem ganz kleinen Feld, was jetzt hier gesellschaftlich vielleicht relevant ist, nämlich einfach nur in dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Aber sich da natürlich sehr stark manifestiert, immerhin auch mit der Frage verbunden, bei wem und wo nachher die Handschellen klicken, nicht wahr? Wir haben jetzt Herrn Strohmeier praktisch als Schlussredner. Ich sehe aber, Herr Reetz hat auch noch, wenn es, very short. Danke. Stichwort Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Sie haben das eingangs erwähnt, Frau Dr. Kind hat gesagt, die eingeladenen Internet-Giganten oder Konzerne sind nicht gekommen. Das ist natürlich ein Aspekt, den man zu berücksichtigen hat, auch für eine Strategie, wie geht man mit dem Phänomen um. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn man hier Vertreter, Dienstleister gehabt hätte, die sich zu diesen Fragen, auch die gerade und die zu diesen Phänomenen, die gerade vorgetragen worden sind, hätten äußern können. Also die Analogie zur Produkthaftung und zur Verantwortlichkeit von Herstellern und Nutzern und Vertreibern, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Absolut richtig, ja. Herr Professor Strohmeier, jetzt. Ja, ich wollte ganz kurz noch auf die Enttarnung eingehen und wollte darauf hinweisen, dass es sehr, sehr schwer möglich ist, überhaupt sich empirisch mit diesem Phänomen zu befassen. Das wurde ja ein paar Mal an unterschiedlichen Ecken angesprochen. Und ein Hauptgrund, warum das so schwierig ist, sind sehr oft die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformen, die das explizit untersagen, große Mengen von Daten dieser Plattformen überhaupt zu analysieren. Wenn man sich dafür interessiert, als Gesellschaft die Fähigkeit zu erlangen, das Problem überhaupt zu vermessen, dann muss man hier ansetzen, dann muss man hier Rahmen schaffen. Und vielleicht ist das eine der wenigen Möglichkeiten für die Gesetzgebung zu sagen, dass es eine gewisse Offenheit geben muss auf diesen Plattformen, dass die Daten, die dort öffentlich publiziert werden, auch für vielerlei Zwecke, unter anderem für die Detektion oder Enttarnung von Social Bots, geöffnet werden muss. Der Zugang zu den Datensätzen auf diesen Plattformen ist unglaublich spärlich, mit sehr hohen Barrieren versehen, sehr oft müssen Wissenschaftler und andere gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, um überhaupt diese Arbeiten machen zu können. Ich glaube, hier könnte man gestalterisch sozusagen wirken und vielleicht darauf hinwirken, dass die Wissenschaft, aber auch andere Gruppen Gelegenheit haben, sich überhaupt mit dem Phänomen empirisch zu befassen. Hegelich, mit Ihrem Beitrag hat ja alles angefangen und Sie forschen dieses ganze Phänomen Social Bots ja auch in Ihrem Social Media Forensic Projekt. Kommt Ihnen das, was Herr Strohmeier gerade beschrieben hat, auch bekannt vor? Und wie könnte man tatsächlich unter Aufgriff seines Gedanken damit umgehen? Wie kann man da die Situation verbessern? Ja, also wenn man einigen Beiträgen folgt, hat ja nicht nur mit meinem Beitrag hier alles angefangen, sondern ich habe ja die Bots erfunden eigentlich. Das ist auch ja schön. Also der Grund, warum wir hier heute über dieses Thema reden, der ist, dass wir einen disruptiven Wandel der kompletten Öffentlichkeit erleben. Und da möchte ich nochmal bestätigen, was Herr Helbing gesagt hat und was Herr Reetz gesagt hat. Wir reden hier nicht darüber, weil
es Sachen gibt, die es vor 60 Jahren auch schon mal gegeben hat, sondern wir haben eine Massenwirkung plötzlich in der öffentlichen Kommunikation, die, wenn man nach historischen Beispielen dafür sucht, muss man eigentlich bei der Erfindung des Buchdrucks dann auch landen, wo sich tatsächlich wirklich die Fähigkeit, wie in der Gesellschaft kommuniziert wird, radikal und disruptiv verändert, wie welche Massen damit erreicht werden können und auch die Zeit, in der kommuniziert wird. Während wir hier sitzen, haben diverse von unseren Fachexperten sich jetzt auf unterschiedlichsten Social-Media-Seiten vermutlich schon geäußert dazu und haben eine Diskussion in Gang gestoßen, in Echtzeit über die mobilen Internetzugänge, über die wir jetzt verfügen. Und das verändert was. Da kann man sich nicht einfach auf den technischen Stand zurückziehen und sagen, das ist alles genau das Gleiche, wie das 1994 war, als ich meinen ersten Atari hatte oder sowas. Das ist einfach nicht der Punkt. Da verändert sich die Zeit und deshalb ist, um an Herrn Strohmeier anzuknüpfen, das ist total wichtig, dass man da halt auch richtig forschen kann zu. Und es stimmt ja, die Forschung zu den Themen wird extrem schwierig dadurch, dass wir an die Daten eigentlich gar nicht richtig rankommen. Und es gibt sogar noch eigentlich dann, weil diese Konzerne ja auch selber Forscher beschäftigen, eigentlich noch einen Vorteil in der Forschungskonkurrenz sozusagen. Wenn man sich anschaut, welche Paper zum Beispiel in Science veröffentlicht worden sind zu dem Thema, dann werden wir feststellen, dass das eben halt zum Teil dann Paper sind, die von den Facebook-Leuten selber gemacht wurden, was auch super ist. Ich finde es ja toll, dass die dazu forschen. Ja, nur andererseits möchte man irgendwie natürlich auch selber mal an die Daten drankommen. Und da ist halt auch bei der Frage von wissenschaftlichen Kooperationen und nicht nur bei politischen Anfragen das Kooperationsbedürfnis auf der anderen Seite immer relativ gering. Gut, ich gucke jetzt noch mal in die Runde. Das ist uns ein bisschen wie in der Kirche, noch einmal aufstehen und was sagen oder für immer schweigen, nicht ganz so. Ich weiß aber, dass die Frau Vorsitzende auch noch ein Beitrag hat. Ich habe das Privileg, wenn keine Wortmeldungen sind, sozusagen die Veranstaltung, aber ich sage noch zwei Sätze, zu schließen. Das Privileg besteht vor allen Dingen darin, dass ich sozusagen das letzte Wort habe und keiner von Ihnen mehr Gelegenheit hat, mir zu widersprechen. So schlimm wird es nicht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen sehr geehrte Sachverständige. Ich persönlich fand das überaus spannend. Das zeigt auch, wie komplex das Thema insgesamt ist, dass es in einer Zeit, wo wir versuchen, Dinge eigentlich zu vereinfachen, runterzubrechen und jeder glaubt ja zu wissen, was Social Bots eigentlich ist und welche Auswirkungen das Ganze hat, dass es doch komplexer ist als draußen oftmals angenommen. Herr Norman, ich glaube, Sie hatte ziemlich am Anfang gesagt und ich habe mir das aufgeschrieben, ich finde es überraschend, dass so viele da sind und dem Thema so eine Bedeutung beimessen. Sie als Sachverständige folgten einer Einladung. Sie hätten theoretisch Nein sagen können, aber Sie sind gekommen. Es sind Politiker hier im Saal. Es sind aber auch viele da gewesen. Es war ein bisschen kommen und gehen, aber immer noch, die absolut freiwillig da sind. Und von daher zeigt es schon eine, glaube ich, schon große gesellschaftliche Relevanz. Das ist auch in vielen Beiträgen durchgekommen. Ich finde es gut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir zu einer Versachlichung des Themas versuchen beizutragen. Das kam so ein bisschen aus dieser Ecke, vor allen Dingen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und lassen Sie mich sagen, natürlich, das haben ja auch alle festgestellt, geht es um Beeinflussung im Hinblick auf Gesellschaft, im Hinblick auf gesellschaftliche Stabilität, natürlich in dem Zusammenhang auch in irgendeiner Form auf Wahlen, wobei das wirklich eher das Geringste ist. Mir geht ein Satz eines Jugendlichen nicht aus dem Kopf, den ich vor kurzem gehört habe und ich zitiere auch hier. Wir, das waren 15-Jährige, wissen, dass wir manipuliert werden. Viele von uns wissen es eigentlich, aber wir wissen auch nicht, wie wir damit umgehen können oder viele von uns erkennen es nicht, weil viele von uns in diesem Alter nicht den Rückblick und die Erfahrung haben, wie unser zartes Alter, die eventuell auch andere Zeiten an der Stelle noch kannten. Also wir werden in einer ganz anderen Zeit an dieser Stelle groß. Und da stellt sich die Frage bei Bildung und Prävention und alles, was damit zu tun hat, was absolut zu unterstreichen ist,
Wie erreiche ich in dieser Vermittlung, aber auch im technischen Verfahren die jeweilige Altersgruppe? Wie hört sie mir am ehesten zu, wenn, ich sag mal, 10-Jährige nicht mehr wissen, dass man mit dem Ding auch telefonieren kann? Also wie dem auch sei, ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die auf uns zukommt. Folgenabschätzung müssen wir betreiben, das ist unsere Aufgabe. Es ist noch ein weiter Weg an dieser Stelle und persönlich möchte ich anfügen, dass mir bei manchen Dingen der heutigen Zeit Forschungen, Untersuchungen, Entwicklungen hier teilweise viel zu langsam gehen. Also, dass man immer die Angst hat, man wird überrollt von der Entwicklung an dieser Stelle. Das ist einfach so. Aber das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn etwas passiert, dann die Frage auch an die Politik, was habt ihr getan oder warum habt ihr nichts getan? Und ich glaube, dass das die Menschen mindestens ebenso in den Verdruss treibt oder in den Vertrauensverlust. Und so sehen wir unsere Aufgabe, insbesondere bei der Folgenabschätzung. Herzlichen Dank an die Sachverständigen, Dank an Dr. Bohenschuld und Dr. Kind für die gute Projektbetreuung, das Thesenpapier und die Moderation des Fachgesprächs, an das Ausschusssekretariat, auch für die Organisation. Das Fachgespräch wird ausgewertet, es wird mit einfließen. Es wird spannend sein zu sehen, avisiert ist es für April, aber nach der Vielfalt des heutigen Nachmittags, ob wir es bis April schaffen, aber spätestens bis Mai ist es dann fertig. Ich schließe die Sitzung. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise, wohin immer es auch hingehen mag. Dankeschön. Danke.